Bonjour, Mesdames, Monsieur Imix. Willkommen beim Café am Rande der Freundlichkeit. Genießen Sie eine wundervolle Stunde mit uns und unseren Gästen. Wir müssen jetzt einfach gemeinsam durch. Es ist Montagmorgen. Können wir uns bitte an der Hand halten? Der Wecker hat geklingelt. Drum stehen wir jetzt gemeinsam auf. Wir sind strong. Für den guten Swag. Ja. Wir sind beautiful. And powerful. Gute Woche. And full of grace. Gutes Spiel. Schönes Spiel. Liebe schönes Randis, Spiel. Schönes Spiel. So, liebe Randis und Randischen, die Videofolge eingeschaltet haben, denken Sie vielleicht, was macht der Dicke mit der Krone da und warum sind beim Robin lauter lustige Neon-Signs? Da ist die Kamera übrigens, Robin. Das ist eine Videofolge. Genau. Richtig. Ich bin so abgelenkt, es ist leicht und blinkt da und alles da. Okay. Better together steht da oben. Das ist unser Jungs, Mantra. Wo sind wir eigentlich? In Maria Alm. Maria Alm. Wir sind gerade in Maria Alm, das liegt am wunderschönen Hochkönig. Hiking? Ja, Hiking. Da kommt der Hiking her, der Ausdruck. Ja. Ist da erfunden worden. Also auf den Berg gehen, hat keinen englischen Ausdruck gegeben. Deshalb haben sie einfach Hiking gesagt. Ja, und deswegen sind wir da. Also wir werden das ein bisschen genauer erklären, warum wir eigentlich da sind. Aber wir haben ein sehr spannendes, wundervolles Wochenende bis jetzt verbracht. Ja. Also vor allem ein sehr langes. Gestern ist, glaube ich, alles passiert. Wann ist gestern losgegangen? Um 7 in der Früh und wann sind wir ins Bett gegangen? Um 3. 7 in der Früh. Ja, quasi. Ja. Und dann dafür um 7:30 wieder aufgestanden. Ja, gut. Blödsinn. Kurz Powernap. Ja. Okay, sollen wir erklären, warum wir überhaupt da sind? Also, liebe Randis und Randischen, wir sind eingeladen worden von der EDA Collection zu den Kingdom of Man. Das ist eine Veranstaltung, die der Peter Just quasi organisiert. Der schon mal in dem Podcast war. Der auch schon mal, ihr könnt sich vielleicht erinnern, der St. Peter und die anatolische Mafia-Folge, der organisiert ist. Und da geht es darum, um was geht es da? Das ist zum Zweck der Loose Tie Foundation wahrscheinlich jetzt in dem Fall. Und zwar ist es das Pendant zum Pink Ribbon. Pink Ribbon ist das Zeichen für Brustkrebsvorsorge und Prostatakrebs. Loose Tie ist Prostatakrebsvorsorge. Genau, richtig. Für Männer einfach essentiell wichtig. Essential. Ab 40 Sachen. Ja, wir kommen jetzt schon langsam in das Alter, wo auch wir mal, ich darf das nicht sagen, aber. Finger po Mexiko. Genau, und da war eine Veranstaltung und das war eine richtige Jungsveranstaltung, muss man sagen. In dem Fall, glaube ich, okay. Ja. In diesem Zusammenhang. Und da hat es lauter geile Activities gegeben. Und wir haben gestartet, also wir haben den Anruf gekriegt. Sollen wir das gleich erzählen? Ja, sollen wir. Ja, oder machen wir das dann nach und wir machen jetzt erstmal, was geht okay, in chronologischer Reihenfolge. Ich glaube, das ist was gegangen. Ist. Ich weiß nicht, was kann nur passiert sein. Naja, wir waren ja die letzten eine Woche voll unterwegs. Wo ja, wirklich. Stimmt eigentlich. Wo warst du überall? Aber ich bin immer nur Anstoß. Nein, ich bin ohne Scheiß, bei mir ist es ist prinzipiell ist ja wahnsinnig viel passiert bei uns so die letzten eineinhalb Wochen. Ja, auf jeden Fall. Soll jeder da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ja, gib mir mal ein Update. Nein, ohne Scheiß, bei mir fährt der Lift halt nicht mehr bis ganz auf. Nein, Dann lass dich erst ein bisschen durch die letzten eineinhalb Wochen führen und dann lass ich euch einfach erzählen, was die letzten zwei Tage so passiert ist. Weil das ist noch mehr als die letzten eineinhalb Wochen aber passiert. Aber bitte nicht lang, weil ich bin schon wieder vergessen, was passiert ist. Ja. Das ist der Tequila. Wir waren eingeladen unter anderem bei der ÖTZ, bei der Österreichischen Textilzeitung. Oh, stimmt, ja. Da waren wir auf dem Event von der Lisa Hologschmanten. Das war sehr, sehr toll, muss ich sagen. Wahnsinnig cool. Das war im Gusswerk draußen. Ja. Aber was noch viel geiler war im Ganzen. Die Candy Bar. Es hat dort eine Candy Bar gegeben, genau. Also es hat generell die so ein Flying Dinner hat's gegeben, das war echt gut. Aber es hat dann so eine Candy Bar dort gegeben. Also, es gibt Alkohol, es gibt was zum Essen, es gibt das und das. Es gibt wahnsinnig spannende Vorträge. Ja, voll. Aber also, wenn der Marco irgendwo hinkommt und er spielt die Candy Bar spätestens beim Eingang, war es der Marco. Das ist wie so ein Rüffelschwein. Das wird ein guter Abend. Da gibt es eine Candy Bar. Und die anderen Leute waren zum Essen und zum Saufen für tatsächlich informative Vorträge da. Das war mir und alles. Und was hast du gemacht? Dir alles reingedroschen, was nicht nagelfest war. Kniet und nagelfest war, ja. Nein, die haben dann gestürmt und seitdem war es eigentlich so, weil es sind dann Snacks überblieben oder Candies und dann sind die aufgeopfert. Die sind dann zu uns ins Büro gekommen. Ja. Und ich habe mir jetzt eine Woche lang ausschließlich von Mannerwaffeln und diese aber die zu zweierer Stück im Eipack sind wie zum Kaffee. Ja, hast du gewusst, dass es Kokos gibt?
Mannerschnitte Kokos. Mannerschnitte Kokos für Nazi-Strache. Und das war echt, die sind echt geil. Okay, na, das ist so exotisch. Und ich habe mich eine Woche lang nur von Kokos Mannerschnitten Lachgummi. Manja, wie heißt das? Ja, Manja, ihr könnt euch nicht vorstellen, Schokokugeln. Wie es in dem zweiten Büro bresselt hat die letzten Tage. Der Marco hat, glaube ich, 8-mal gesaugt nach seinem Mannermassaker. Mannermassaker, ja. Und genau, ich hab nur was, ich wollte was wegschmeißen, mach den Mistkübel aus, es kommen nur Zuckerpapier raus. Ja. Ich sage ja immer ausgewogene Ernährung. Das A und O. Ist das A und F. Von dem her. Ja. Aber das war so meine Arbeitswoche prinzipiell. Achso, okay, ja gut. Ich habe die ganze Zeit nur geschmaust, wie man sehen kann, bevor wir hergekommen sind. Und an was hat man das gesehen? An die Bresel in meinem Bad. Achso, ja, stimmt. An die Bresel an meinem Bad. Es waren keine Schuppen, es waren Mannerschnitten. Genau so ist es. Was ist noch passiert? Weil das haben wir alles noch nicht besprochen. Ja. Wir haben ein Newsletter-Gewinnspiel gemacht. Oh ja, stimmt. Wir haben ja vor längerer Zeit mal angekündigt, dass es einen Newsletter geben wird. Mhm. Ich habe mir jetzt ein bisschen reingefuchst, wie das Ganze funktioniert. Marco hat jetzt einen Liebesbrief geschrieben. Agency Life reingefuchst. Ich meine, er schaut okay aus. Ich weiß, dass das jetzt nicht der geilste Newsletter aller Zeiten ist, aber muss ja die Informationen... Wir sind ja eigentlich die geilsten aller Zeiten. Ja. Die schönsten schon, aber nicht die geilsten. Du bist der Schönste. aber wir haben den Newsletter mir ausgeschickt und ich habe mir gedacht, zur Feier des Tages verlose ich gleich was. Was? Weil es war, ich habe eine Überraschungsbox, habe ich verlost. Also ja, nicht also jetzt, das, sondern im Newsletter. Ich glaube, du machst schon wieder die Oprah. Nein. Ich wollte schon beim Sitz noch schauen, ob irgendwas... Nein, mein Auto. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Achso, das, ja, okay. Sondern ich habe mir gedacht, weil es haben sie ungefähr 400 Leute bis jetzt angemeldet gehabt, was jetzt nicht exorbitant viel ist, aber was auch geil ist, dass sie 400 Leute angemeldet haben. 400 Leute für ein Newsletter. Der Abmelde-Button bei meinem Newsletter wird hart getriggert und bei uns melden sich die Leute zum Newsletter an. Und es haben, glaube ich, auch 350 Leute mitgemacht von den 400. Ja. Haben wir gesagt, was da zum Gewinner gibt? Nein, noch nicht. Ich habe nur eingeschrieben, dass ein als Opener ein Überraschungspaket. Ich hoffe, ihr mögt Mannerschnitten. Ja, das war. Nein, wir haben die Gewinnerin auch schon gezogen jetzt in dem Fall. Ja, okay. Die habe ich auch schon angeschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Auch von meiner Seite. Und der Robin ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Und auf jeden Fall soll der Newsletter dazu dienen, so habe ich es auch beim ersten Mal reingeschrieben, dass alle, die sich für den Newsletter anmelden, auf amrandederfreundlichkeit.com, dass sie meistens vorab Informationen bekommen werden, bevor wir die dann auch auf Social Media rausgeben. Hm, du meinst, dass wir, ich sage jetzt einmal, das Ticket-Szenario nicht wiederholen? Vollkommen richtig. Ich weiß nicht, von was du redest. Ignorieren wir das weg oder sprechen wir darüber? Über das reden wir jetzt genau jetzt. Okay, genau alles das klar. Wird jetzt raus. Okay, alles klar. Auf alle Fälle meldet euch alle beim Newsletter, die es wirklich interessiert. Wir werden euch da jetzt nicht voll spammen, aber wir werden manchmal vorab einfach Infos ausschicken. Aber Montag bis Freitag, pro Tag. Sechsmal die Woche. Der Marco nutzt wie sein eigenes Twitter. Er scheißt euch jetzt voll mit, ich war jetzt Einkaufen und jetzt habe ich einen Termin. Und hallo, ihr Süßi. Hallo, ihr Süßi. Like und da kommen Videos. Ja. Oh Gott. Er vloggt jetzt. Er vloggt jetzt. Ja, aber ja, genau, Tickets. Was ist eigentlich da was passiert? Was ist da passiert? Wir haben ja angekündigt, dass in einer bestimmten Woche, das war vor eineinhalb Wochen eben, dass wir Tickets rausschießen werden. Wir haben nicht genau gesagt, wann. Ja. Und für die erste Live-Test-Show am 25.10. im Off-Theater. Ja. Und wir haben ja vorab, wir haben uns die Location zumindest schon mal angeschaut, weil wir haben sie selber noch nicht gesehen. Ja, stimmt, ja. Und der Wolfi hat mit einem Selbstbewusstsein vor dem, der die Bude managt, hat gesagt, die Tickets, die werden wir in einer halben Stunde werden wir die ausverkaufen und wir machen euch die Hütte voll. Richtet euch schon mal ein, ihr könnt die volle Bestuhlung ansetzen. Und ich so, bitte Wolfi, reiß dich zusammen. Wir sind nicht solche Poser, die jetzt da überall hinkommen und sagen, hey, jetzt sind wir da. Wenn wir die Eltern einladen, acht Leute. Und wir managen das schon, okay? Ja, und es war maßlos übertrieben, und weil dann, es hat 3 Minuten gedauert. Es hat 1,5 Minuten gedauert, glaube ich. Ja, fuck, ich habe nur gesagt, ich bin dir, wenn das passieren sollte und wir tatsächlich diese Tickets in 30 Minuten ausverkaufen werden, dann bin ich dir etwas schuldig. Wir haben noch nicht ausgemacht, was ich dir schuldig bin, aber vielleicht hast du dir in der Zwischenzeit ja was überlegt, was absolut ich dir richtig, schuldig das wirst du nämlich in der Live-Show einlösen. Fuck you. Kann ich raus, gell? Ja, absolut richtig. Ja. Na, also wir haben nur ganz kurze Ankündigung eigentlich gemacht vorab, dass um 18 Uhr am Freitag die Tickets online gehen.
Und dann war das halt so eingestellt. Ja. Dann war das eingestellt, dass automatisch um 18 Uhr online gehen. Ja. Und es hat nur ein begrenztes Stück zu ergeben. Und der Marco ruft mich an um 6:02. Und er sagt, so, irgendwas stimmt doch nicht. Ich habe extra einen Post gemacht. Tickets vorher. Nicht verfügbar, bla bla. Und ich sage, so, ja, Marco, die sind ausverkauft. Und er so, wie ausverkauft? Und ich sage, so, ja, die sind weg. Und er so, ja, aber wie viel? Und ich sage, so, ja, und alle. Ja, weil die meisten lassen mal 2 Tickets kauft, logischerweise. Ja. Weil wer ist forever? Naja, wobei, ein paar haben schon einzeln gekauft. Die werden ja, dann, hab die haben zusammen matchen dann. Hey, ich muss zwischendurch mal klatschen. Ob es Audio an ist, weiß ich noch nicht, aber. Okay, passt. Das setzt dann schon, oder ja, auch nicht. Genau. Ja. Wir laden nur das Video hoch ohne Audio. Ja, genau. Na, ja. Na, und dann war das wirklich instant weg und die Leute haben uns dann nur angeschrieben, so, hey, na, irgendwie, die Seiten gehen nicht. Ja, natürlich geht die Seiten nicht, weil alle was gleichzeitig. Heißt, natürlich, Alter, ich bin gerade beim, ich war gerade mit meinem Papa essen. Wahnsinnig lustige Geschichte, kann ich aber nicht erzählen. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es lustige Geschichten gibt, aber die mir nicht erzählen. Dir. Ja, ich sage jetzt einmal, wenn sich ein 88-Jähriger eine Smartwatch kauft. Aber hab dann, hey, okay, es ist 18 Uhr, ich schaue mal auf unsere Seiten. Und dann denke ich mir, okay, Bad Gateway, High Traffic, dies, das, Alter. Denke ich mir, okay, alles, was geht? Und dann hast du mich schon angerufen, ja, okay, was willst du haben? Du wolltest deine Wettschuld gleich, der wolltest das gleich erlösen, ja. Ist so. Naja, die Randis, muss man dazu sagen, haben die Website zerfickt. Darf man das sagen? Ich glaube, das sagt man so, das technische Slang. Ja, genau. Ja. Weil ich glaube, nur dazu ist der Kummer, dass du halt, wenn du in den Warenkorb tust, du musst halt instant ganz schnell auschecken, weil sonst kauft wer andere Tickets unterm Arsch weg. Okay. Das heißt, für alle, die was nur eine Kreditkartennummer eingeben wollen, die haben verloren, weil das war zu lang. Nein, ist immer, man muss auch dazu sagen, es tut uns leid. Wir haben wieder nicht damit gerechnet, auch wenn ich gesagt habe, ja, das verkaufen wir in einer halben Stunde aus. Wir haben aber trotzdem nicht damit gerechnet, dass die Leute einfach Sekunde null da alle drauf triggern und wie. Und alle auf Refresh. Und ich will da was sagen, sie haben diesen Beitrag, glaube ich, alle extra nicht geliked, damit sie es ja geheim halten, dass sie schon auf der Startseite rumhängen. Okay. Das glaube ich. Ja, einer hat uns geschrieben, das ist schwieriger für euch Tickets zu kriegen als für fucking Taylor Swift, der 4 Geräte braucht für 2 Karten oder so. Und ich denke mir so, ich denk mir so, ja, du bist der Teil vom Problem, weil deswegen ist die ganze Seite zusammenbrochen, weil er mit seinem kompletten Rig da sitzt mit den Handys alle auf aktualisieren so. Nein, aber voll geil. Erstmal voll geil. Dankeschön, das freut uns voll. Wir haben richtig, richtig Bock drauf. Wir bereiten uns ja insgeheim schon ein bisschen drauf vor, was ein bisschen schwierig ist, weil wir kennen ja, der Podcast lebt ja davon, dass jeder von uns jede Woche irgendwelche Geschichten mitnimmt, die wir vorher nicht absprechen. Aber er sagt, er arbeitet an seinem Programm. Ja. Als wäre es einfach eine Stand-Up-Comedy-Show und wir sind auch dabei. Ich mittlerweile auch schon ein paar Sachen. Fickt euch doch. Wann? Ist es, wenn du ausschlafst bis um 12 Uhr geschmeidig, dass du dann sowas in der Früh machst? Um 12 Uhr, da bin ich schon in diesem scheiß Kart gesessen. Was? Das ist Foreshadowing, das machen wir jetzt nicht. Das tun wir nicht. Ja, also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf alle, die kommen. Ich muss echt dazu sagen, es waren einfach tausende Zugriffe auf die Seiten. Ja, brutal. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Aber wir planen ja die Tour jetzt für nächstes Jahr. Genau. Da werden wahrscheinlich mit nächster Woche mal zumindest die Städte und Locations fixiert sein. Wir fangen in Südafrika an und arbeiten uns dann gen Norden. In Norden. Über gen Norden. Der Wolf hat dafür 2027 schon die Allianz Arena angefragt. Kein Problem. Ja, die Arroganz Arena, wie wir sagen. Die auf jeden Fall. Ja, sicher verkaufen wir den in einer halben Stunde aus. Wir sind mir. Finale da Hoham. Bring mir noch so eine Maß. Ja, apropos, gib mir noch so eine Maß. Weiß Oktober ist immer noch nicht vorbei. Nein, natürlich ist schon längst vorbei, es ist jetzt auch mit dem Wochenende, ist auch diese Cannstatt der Vasen ist jetzt vorbei, aber ich habe euch ja erzählt, dass der Kovac Basti der Schnüssel wird. da bei diesem Münchner Gesindel und das ist ja voll viral gegangen. Mhm. Habt ihr auch mitgekriegt, dass über dieses Reel dann die Bild-Zeitung einen Artikel geschrieben hat? Ja. Darf ich euch das kurz vorlesen, was drin gestanden ist? Ja, sehr gern, ja. Da ist dann drin gestanden: Ihnen sind schon 15 Euro für die Maß Bier zu viel? Dann lesen Sie mal, was manche reiche Schnösel so auf dem Oktoberfest raushauen. Im Internet kursiert jetzt ein Video, wie ein Kellner dort unter dem Jubelschrei seine Gäste Champagner für 5.500 Euro verspricht. Das war nicht irgendein Kellner, Entschuldigung. Der junge Mann schlägt die 15 Liter Flasche Veuve Clicquot mehrfach auf den Holzboden, dreht den Korken raus, richtet den Flaschenhals auf die Menge. Handys werden gezückt, Regenschirme aufgespannt. Nass werden möchte dann doch keiner der betuchten Wiesenschnösel. Aufgenommen wurde das Video in Kuflers Weinzelt. Und dann geht es so dahin, bla bla. Das hört sich wie ein True Crime Podcast an. Ja, die Sonne schien. Keiner konnte damit ein rechnen. Ein User schreibt, da geht die Kohle hin, die man zu viel an Miete bezahlt. Die anderen Beiträge heißt es, erklärt es mal einer Altenpflegerin, die mit ihrem Lohn 3 Kinder durchbringen muss. Vollkommen richtig. Ja.
muss man ehrlicherweise dazu sagen, aber so war es schon immer und werde immer irgendwie im Leben leider Gottes so sein, dass es sehr viel Leute gibt, die halt einfach gern Shampoos auf Regenschirme spielen. Ja, also kauft weiter vielleicht Tickets, damit wir nächstes Jahr auch der Wiesn unterwegs sein können. Das kann ich versprechen. Nein. Das Einzige, was ich da möchte, wenn wir es uns dann leisten können, ist ein halber Zehntel auf einen Neuseeländer schmeißen. Der in seiner Plastiklederhosen, der hat in seiner Stofflederhosen irgendwo hinten in seinen eigenen Maskrug einspeibt, den Ext und den schmeißen wir nochmal im Händler. 2024 Mohunjagd ist das. Also das ist das Einzige, was man gern vom Tour-Ticket, vom Tour-Money kauft. Vom eigenen gekauften Tour-Geld kaufen würde. Tour-Money. Ja, die Wiesn ist dann jetzt eben vorbei, aber es wisst man schon längst. Aber das ist so passiert, ja, in die Bildzeitung haben es wir jetzt auch noch nicht geschafft. Boah, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das okay ist, dass wir das nicht geschafft haben. Wir geben jede Woche unser Bestes. Nein, ich sage jetzt einmal so, boah, Bildzeitung ist echt so, also prinzipiell ja, geil, viel Reichweite und so viel Scheiß drinnen. Aber wenn du halt in der Bild, dann, also wenn du die Nachricht kriegst, du bist in der Bildzeitung, ich sage jetzt einmal 99,9%, dass wir morgen nicht mehr online sind. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, wir haben sie aber trotzdem in der Zeitung geschafft und zwar in die SN mal wieder. Ja. Weil das ist zwar, wir sind, da gibt es eine Beilage. Ist die Woche? Das ist die Woche. Es hat eine Beilage gegeben vom Karriereforum. Das ist eine Veranstaltung von der SN, wo wir Messe eigentlich. Jobbörse ein bisschen. Genau, auf die Quelle. Auf die Quelle. Da kommen wir später dazu. Das ist ein bisschen wie Jobbörse, Messe, wo sie Jugendliche, Kinder informieren können und so weiter. Und da hat irgendwer gedacht, die drei Dicken, die laden wir ein, die sollen uns was darüber erklären, über das Ganze. Weil wir haben das ja mit der Lehre Salzburg schon mal gemacht. Ja. Also wie schlimm kann es sein? Und dann haben sie... Ja, wobei beim Karriereforum reden wir über uns. Ja, zu Recht. Aber... Ja, zu Recht. Aber jetzt pass auf. Jetzt haben der Marco und der Wolfi haben denen Pressefotos geschickt. Die haben einen ganzen Ordner mit... Oder? Angefangen hat es damit... könnt ihr bitte ausfüllen, diesen Referentenbogen. Referentenbogen ausfüllen. Einfach so ein Fragebogen. Genau, und der Marco hat zwischen Tür und Schwengel hat er einfach diese Fragen am Klo sitzen. Ja, quasi, wir haben nicht damit gerechnet, wie relevant das ist. Ja. Und da waren nicht so Fragen. Nein, es waren zwei verschiedene Sachen. Also erstens mal der Referentenbogen, den habe ich ausfüllen müssen, wer da überhaupt kommt. Ja. Und was unser Statement generell für die... Motto, oder? Ja, nein, da ist gestanden, ihr Statement zu dem Karriereforum eigentlich, bin ich davon ausgegangen. Ah. So, der Marco hat gerade zum Spaßreihe, der Zug hat keine Bremsen. Ja, dreimal auf zwei, was die Schlagzeile von der Überschrift. Das wird sich sowieso erstens keiner durchlesen und zweitens auch keiner nehmen. Nein. So, unser Panel am Donnerstag heißt jetzt, der Zug hat keine Bremsen. Und die Auflage von der Zeitung sind ungefähr 150.000 Stück und da ist das A draufgestanden. Ja. Und dann ist separat noch ein Interview eben gekommen. Ja, diese Nachfrage, ja. Und da waren jetzt 7 Fragen dabei und ich habe mir gedacht, okay, wir füllen das aus und irgendein sehr professioneller Journalist oder Redakteur wird das dann dementsprechend umschreiben. Ja. Nein. Es ist 1:1 mit Rechtschreibfehler so abgedruckt worden, wie es geschrieben wurde. Wie wir es geschrieben haben, genau. Doppelseitig in der Salzburger Nachrichtenbeilage. Ja. Das ist klasse. Ja. Naja, aber wenigstens ist das nichts verfälscht worden oder so. Ja. Das ist genau so. Das ist ja investigativer Journalismus, ist das. Kurz vor Böhmermann kommt bei uns der Pimmelmann auf alle Fälle. Nein, aber ich freue mich schon drauf, das wird sicher lustig. Ja, und von dann haben sie noch ein paar Fotos mitgeschickt und von den ganzen 20 Fotos, die sie mitgeschickt haben, haben sie sich gedacht, auf die Titelseite bockt mir das eine, wo der Wolfi und ich deine Klöten festhalten im Mirabellgarten im Schloss mit der Festung im Hintergrund. Wo ich im Kletterpark war, da hättet ihr meine Hoden. Wow, du bist heute ein echter Edger. Ja. Wie die ganze Zeit sowas reinstreuen. Ja. Das werden wir euch später noch erzählen. Ja. Auf die Quelle. Nein, aber Karriereforum freue mich wirklich. Wir haben 40 Minuten Zeit, wir sind aber auch der Closing Act quasi von dem Ganzen. Das heißt, wir können auch überziehen. Wurde schon wir, oder? Ja. Achso, wir machen einen Gottschlag überziehen, gottlos eine Stunde. Nein, deswegen habe ich das gestern auch schon so ausprobiert, wie man so eine Motivationsrede hält. Du meinst ein Leonardo DiCaprio-Moment. Und völlig durchdraht und so Wolf of Wall Street stylemäßig, weil das werde ich da nächste Woche durchziehen. Solange es keine Kleinwüchsigen auf eigene Wand schießt oder sowas. Ich wollte im Boden versinken. Nicht nur du, alle anwesenden Leute. Ich habe euch heute gefragt, ob das passt. Hat er gesagt, wieso ich mich noch daran erinnern? Wolltest deine Erinnerungen kommen langsam zurück? Ja, voll. Es ist wie so eine Rückführung, so eine schamanische. Jetzt kommt schon langsam alles wieder. Zur Aufstellung, ja. Ich habe euch ja des Öfteren schon erzählt, dass ich ja
umgezogen. Na, Peter, war jetzt Maul. Nein, pass auf, ich muss euch was anderes erzählen. Also ich bin ja mittlerweile fertig und es passt alles und es ist alles gut gegangen. Es war, eins, aber, in den Chat. Aber, eins in den Chat für alle, die schon mal umgezogen sind. Ich bin jetzt mal in der Hood rumgefahren, in der ich jetzt eigentlich wohne. Ja. Ich dachte, du brauchst ein neues Auto. Weil ja, brutal. Ja. Also erstens mal sind die Häuser, so habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, wer da generell so wohnt. Aber ich bin dann ein bisschen rumgefahren und habe da eine kleine charmante Kirche gefunden. Schamanische Kirche? Und dann habe ich mir gedacht, die schaue ich mir jetzt mal kurz aus der Nähe an. Und fahre in diese Straßen rein und sehe ein Zirkuszelt. Und dann habe ich gedacht, okay, da hat eigentlich an hast du gewusst, dass es ein Zirkustrainingszentrum gibt? Ja, ich war, da habe ich schon mal Draht drinnen. Für den DJ Ötzi sein Video. Habe ich da das habe ich nicht gewusst, dass das steht, das steht immer drüber. Das steht nicht einfach, das glaube ich, in seinem Trainingszentrum. Das habe ich nicht am Schirm gehabt. Dass wir in Salzburg ein Zirkustrainingszelt und ich glaube, wir sind das Zirkustrainingszelt. Das habe ich gestern angehabt, auf jeden Fall. In dem hätten wir auch mal eine Show machen können. Ja, aber das machen wir nur im Winter, weil im Sommer hat es da drin 200 Grad und riecht noch Weichmacher. Das überlegen. Aber warte da drin auch schon? Ja. Was ist da alles drin? Also ja, da kannst halt so, also du kannst wahrscheinlich artistische Übungen, also prinzipiell alles artistische Übungen, aber du kannst da so die an so Stoffdings runterlassen und sowas. Aber ist da dann ein Tiger da, mit dem ich irgendwas ausprobieren kann? Hab ich nicht gesehen, aber wenn man nachfragen. Aber ist da dann auch theoretisch Platz für Crowd? Das glaube ich nicht. Oder ist es wirklich einfach nur zum Trainieren? Ja. Okay, crazy. Aber es ist lustig, weil es halt, nicht nur einfach ein Zelt, sondern es ist ein legiter Zirkuszelt. Es ist auch bunt gestreift, so wie es gehört, wie es gehört hat. Ja, doch, die sehe nicht richtig. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, voll der schräge Platz, dass das jetzt irgendwie was war wie Zirkus Roncalli, keine Ahnung. Der Marco hat sich gedacht, der zirkt in eine gute Gegend. Ja. Und vor zwei jetzt Meter circa Zirkus. Fahrendes Volk. Genau, die fahrende Volker. Der paradeisische Volk. Das andere Volk. Ja. Wort darf ich nicht mehr sagen. Ja. Wir haben letzten Sonntag auch einen tollen Tag gehabt. Wir waren sportlich sehr aktiv. Ja. Ja, auch. Und wir haben selber Pizza gemacht. Auch, ja. Wir sind, hast du schon mal selber Pizza gemacht? Ja. Ja, aber so in einem Steinofen drin. Ja. Das haben wir, in den Genuss bin ich vorher noch nie gekommen. Warum habt ihr einen Kurs gemacht oder was? Ich quasi schon, weil ich sowas noch nie gemacht habe, aber ja. Ja, aber ausgerollt und belegt hast du bei meinem Geburtstag schon mal und hast einfach so da. Also das stimmt. Normalste der Welt, der Wolfi, hat sich eben zu meinem Geburtstag ein Pizza-Catering gehabt und da war halt eine, die das wirklich beruflich macht und das hat den ganzen Tag gemacht. Und der Wolfi hat gemeint, lass mich mal kurz, wie schwer kann es sein, hat sich dahingestellt und hat diese Pizza ausgeraten und hat einfach Bullshit des Todes geredet und alles am Tag gestanden und haben gedacht, er ist jetzt der Profi. Ah ja, das klingt logisch. Ja, da muss die Pizza, der Teig muss ein bisschen gehen lassen, das muss ein bisschen irgendwas frei erfunden. Ich habe 120 Kilo, schau ein bisschen aus wie Italiener. Ja, wem wären es gleich? Der Planten. Er hat Chef's Table Pizza geschaut. Dr. Oetker hat angerufen, sie hätten ein kleines Testimonial für Pizza belegen. Das war der kleine Luigi, von einem Pizzakarton. Aber es war ganz geil, weil es hat ja die Doktor vor uns volle Kanone gerängt und das war wirklich so der erste Tag, wo wir gewusst haben, okay, es könnte schön Wetter werden. Und dann haben wir erst Pizza gemacht und dann haben wir gesagt, okay, mein Nachbar hat jetzt zwei Fußballtore im Garten stehen. Das war ein College-Turnier. Jetzt werden wir ein bisschen was hin und her schießen. Hey, auf einmal ist der Zugang in dem Garten. Zwei Leute sind mit elektrischen Autos durch den Garten geheizt. Zwischendurch ist ein Football geflogen. Ein Fußball ist geflogen. Ein Golfball. Es ist voll zur Sache gegangen. Und dann haben wir entschieden, okay, jetzt macht man ein Fußballmatch. Ja. Auf einem Rasen. Auf Ernst. Auf einem Rasen, der wirklich halb nass und halb trocken war. Ja. Also die eine Hälfte war batschnass. Und eigentlich sind wir die ganze Zeit nur durch die Gegend gerutscht und geflogen. Alter, ich bin gegangen wie auf Eierschalen. Und selbst da hat es mich hingebracht, Alter. Also falls ihr das Erdbeben gespielt habt bis nach Bayern, mich hat es am Sonntag kurz einmal hingelegt. Da ist ein Krater im Garten drin. Der Meteorit ist eingeschlagen. War das dein Garten oder vom Nachbarn? Gott sei Dank, der vom Nachbarn. Der war nicht daheim, aber am Nachbarn gehen wir ja um. Das war eine gute Erfahrung. Erfahrungswert für mich, dass man dachte, in meinem Garten wird nicht Fußball gespielt. Mein Garten wird asphaltiert, zur Sicherheit. Richtig. Nein, das war sehr lustig auf jeden Fall. Vertikutiert. Und Pizza machen hat mir echt Spaß gemacht. Das wäre mit öfters da. Als nächstes dazu Schnapsbrenner oder irgend so. Ah, Hobbys. Jetzt erst einmal Gin selber ansetzen. Ja. Das ist nicht so schwierig. Der Michi hat Geburtstag gehabt. Happy Birthday, Michi. Da müssten wir mal liebe Grüße rausschicken. Auch, ja, Herr nennen. Ja, stimmt. Also, oder nimmer. Kennst du mal bitte alle in Klausson auf Instagram Happy Birthday schreiben, weil er hört es nicht. Es ist traurig, aber er hört es nicht.
Sarah, Marco. Und dann? Wir frühstücken jetzt die Liste ab. Komm, was ja, voll, nächste, wir haben ja, Zeit voll, ja, nein, rein in die Excel-Liste. Ein Punkt habe ich noch. Ah, okay. Das ist letzte Woche passiert. Zum einen muss man sagen, was ist eigentlich los bei Red Bull Salzburg? Ja, nicht viel, offensichtlich. Erst einmal 0-4 verloren, dann 0-5 verloren. Und dann einen Dyson Trainer der Welt kauft. Genau. Zur Sicherheit. Es läuft weil so scheiße. Ich habe keine Ahnung von Fußball, gehen. Aber den Jürgen Klopp kennt sogar ich. Ja. Ja. Der Jochen Klopp. Der Jochen ja. Klopp. Das ist der vom Jürgen Schweizer ist. Ah. Das der Bruder. Abenteuerfußball. Ist es der, was jetzt am Bungee-Seil. Ist es der, was den Eier kratzt und dran gerochen hat? Oder war das? Ja, genau. Der Jürgen, das war der Jürgen Treffs. Günther Klinsmann. Günther Klinsmann. Ja. Und der Jürgen Treffs. Nein, der Jochi Löw war das. Der Lochi Löw. Der Lochi Löw. Ja, der Lochi Löw ist doch ein Pornodarsteller, oder? Mit Sicherheit. Der Loch, ja. Alles weglocht. Ein Loch. Ganz großes Sicherheit. Ja. Ich freue mich schon, dass der Kloppo jetzt kommt. Ja, Kloppo. Aber wie? Soccer ist halt schwierig. Ja, Soccer darf man. Er ist halt International Head of Worldwide Head of International. Ja. Worldwide Soccer. Aber International überhaupt. Global Head of Global Football Soccer. Nein, Football nicht Soccer. Nice. Also, der hat schon aber mit einer Klausel. Ja. Dass wenn der DFB anklopft, dann darf er auch Nationaltrainer werden. Ah, wirklich? Also ja. Nicht für irgendeinen Verein, aber Nationaltrainer ist okay. Ja. Wärst du jetzt gerade Nationaltrainer in Dings? Der Nagelsmann. Da wird immer der ehemalige Bayern-Trainer wird meistens genommen. Ah, das ist in dem Vertrag drin. Ja, okay. Ja. Die Klausel, ja. Meistens ist der ehemalige der Bayern-Trainer. Klausel. Ja. Der Klausel. Der. Ja. Ja, das ist so passiert. Ja. Und deswegen, und jetzt sind wir da. Okay. Okay. Wo wir sind. Jetzt haben wir an dem Punkt angekommen, an dem der Robin nie ankommen wollte. Das habe ich über dieses Wochenende sehr oft festgestellt. Dass der Robin Sachen hat. Ich habe alle zwei Stunden circa alle meine Lebensentscheidungen bereut. Wie immer Compilation zusammenschneiden, auf jeden Fall. Wie kann das passieren? Was ist die letzten zwei Jahre passiert, dass ich jetzt in der Situation bin, dass ich das machen muss? Also, wir haben. Das habe ich gesagt, während in einem Klettergurt 18 Meter in der Höhe hängen und ein Ei links und rechts von diesem Seil eingeklemmt ist. Wie diese Yoga-Kugeln, die was so in der Hand so. Also, angefangen, genau so. Bevor wir losgefahren haben, letzte Woche haben wir quasi noch geschrieben, weil es hat geheißen oder ist in der Einladung gestanden, dass es ein Royal Dinner geben wird. Ja. Und da haben wir doch, da sind wir dabei. Und im Zuge dessen halt dieses Loose Tie, das heißt, du musst dann ja die Krawatte locker tragen, das hasse ich ja wie die Pest, aber okay, it is what it is. Guten Swag machen wir ja. Das. Und dann hat schon angefangen, dass ich das irgendwie in der Gruppe kommuniziert habe und der Robin ist schon völlig ausgeflippt. Was? Ich hab wieder ein Hemd, wo soll ich hier Krawatten nehmen? Du sagst so, ich hab überhaupt kein Sakko. Halt, so stopp. Scheiße. Du hast kommuniziert, aber das war am Donnerstag am Abend. Wir haben drei lange Hosen und eine kurze. Was? Alter, das Einzige, was ich besitze, ist ich Home of Content und Kaffee am Rand der Männlichkeit. Mittlerweile. Ey, alles klar. Ja, Robin, jetzt bist du aber mit der Tür ins Haus gefallen, leider. Boiler. Seit dem Kletterunfall auf jeden Fall. Na, liebe Freunde. Nein, da musst du sagen, Marco hat recht, er hat das vorige Woche gesagt, aber vorige Woche war Donnerstag am Abend und am Freitag am Abend sind wir dahergefahren. Ja. Ich bin dann nur. Am Freitag habe ich um 18 Uhr zurückgespielt, den Bumsladen in Salzburg. Bin dann wie ein kleiner Vollidiot zum Europark gefahren. Habe gedacht, am Freitagabend um 18 Uhr bei Regenwetter wird schon nichts los sein. Habe gedacht, ich laufe irgendwo rein, in irgendein Geschäft, zum Pick und Kloppenburg, zum Zara, was auch immer, und hol mir irgendwo ein Sakko oder irgendwas. Und eine Hosen vorzugsweise, weil ich besitze eine Korthosen, die hat Löcher. Eine Hosen, wo jeder sagt, hey, coole Jogginghosen, obwohl es keine Jogginghosen ist, ich schwöre. Und so ein Pyjama. Und ein Jean, und eine schwarze Jean, die eigentlich ganz okay ist, aber ich habe es unabsichtlich in den Trockner geschmissen. Immer dreckig. Nein, ich habe es in den Trockner geschmissen und jetzt ist es halt Skinny Jeans. Okay. Und dann habe ich gedacht, gut, geht rein. Und dann bin ich einfach so, dann haben mir diese Modemarken so ehrenlos gedisst, weil ich schwöre dir, ich passe in die größte Größe bei all diesen Geschäften, in die Hosen nicht einmal annähernd rein. Und es waren keine Slim Irgendwas scheiße. Nein, Slim Joes oder sowas. Nein, nichts. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mal, ich kriege nicht mal einen Wadel rein. So, ich habe jetzt mal eine Frage, lieber Robin. Ja. Wie kann es sein, dass man mit Mitte 30, Anfang Mitte 30, kein Sakko besitzen kann? Nein, aber das Kopf gibt es verloren. Sogar der Wolfi, ich schwöre das. Der Wolfi hat zu mir noch. Ich will nie auf Hochzeit nach meiner.
nach meiner Hochzeit hat der Wolfi gesagt, er zieht nie wieder einen Anzug an, erst wenn er wieder in die Waagerechte geht. Vor allem wieder. Ja, ja. Ja, voll. Ich bin gekommen in der Waagerechte. Mit einem Anzug, genau, mit einem Glas. So, im Anzug, und ich gehe im Anzug in der 5 Feet under in der Waagerechte. Warum hast du eher einen Anzug an? Du hast das ja gehabt, weil du mal auf einer Hochzeit warst. Er passionierter Hochzeits-DJ ist. Nach meiner auf der DJ-Restplatzbörse. Das hast du sogar im Podcast erzählt, wo du Massako kaufst. Nach meiner letztwöchigen NATO-Erfahrung habe ich mir gedacht, ich hab sowas lieber parat. Sag ich mal so. Lieber parat. Und das war eigentlich nur mehr Probe anziehen. Ja, aber ja. Boah, ja. Hey, kann ich es bitte einordnen, weil ich glaube, die Randis schmeißen gerade die Nerven weg, was da so passiert. Okay, das ist ein Event, ein Zweitages-Event, wo sich Männer treffen, also rein nur Männer, wo es eben um den guten Swag geht, da haben wir schon drüber gesprochen. Und es gibt verschiedene Activities. Ja, genau. Und Challenges. Challenges. Herausforderungen. Genau, es werden da Könige gekrönt, ja, in verschiedenen Challenges. Für ein Jahr. Genau, für ein Jahr. Und da gibt es den King, also kennen wir die verschiedenen Challenges. Also, wir haben eigentlich relativ wenig Info gekriegt. Ja. Es hat nur geheißen, hey Jungs, ihr müsst da was wegmoderieren. Das ist so eine Videogeschichte, interaktiv, aber irgendwie auch nicht. Kommt einfach vorbei. Und wir so es say no more. Groben Timetable haben wir, genau, gesehen. Wir haben gewusst, okay, erster Startpunkt, King of Clubs. Genau. Ich habe mir als Disco-Outfit angezogen und habe mir gedacht, ich werde wieder Usher A-Town-mäßig performen. Also, ja, ich wusste, es geht um Golf, aber ich habe gedacht, Minigolf, obviously. Genau, richtig, also es war Golf. Ja. Es war... Wir haben noch nie... Also, es war Radfahren, es, ja, war auf dem Berg, also ein Trail fahren, ja, es war Kletterpark, Hochseilgarten. Ja, aber richtig stark. Downhill-Biken dann. Downhill-Biken, dann. Poker. Ja, am Abend war dann das Royal Dinner. Und dann King of Cards. Genau, King of Cards. Dann, das heißt, ja, insgesamt war es noch mehr, es war dann nur ein Rennsimulator. Ja, heute. Ein Kartrennen und nur mehr ein Pokerspiel. Also, das ist schon. Genau. Also, Termine. Wir haben gesagt, okay, let's go. Wir machen bei allem mit. Das erste und letzte Mal, wo uns wer irgendwohin einlädt, ja, das kosten wir bis auf den letzten Tropfen aus. Ja. Und gestartet hat das Ganze, hey Jungs, um 7 in der Früh, also wir waren am Abend davor schon da, aber hey, um 8 in der Früh treffen wir uns am Golfplatz. Ja. Mhm. Da wird es dann Teams, also ihr seid ein Team, aber es wird eigentlich nur wer zugelost. Das nennt man dann Flight, habe ich mir sagen lassen. Genau. Und das erste, okay, wir sind da hingekommen und ich habe schon mal gemerkt. Ich muss sagen, wir waren alle in einem Top-Golfer-Outfit. Ja, genau, aber wir sind nicht da hingekommen. Außer ich. Sind da hingekommen und habe mir gedacht, okay, ich checke mal die Lage, wie sind die Leute da so drauf, weil Golf ist jetzt nicht so mein Metier. Ja. Und habe einmal zu alle Grüß Gott, Hallo, Servus, Grüß Gott, Hallo gesagt. Und dann habe ich gesehen, da gibt es einen Golfshop. Und dann habe ich war schon pro-mäßig angezogen. Ja, muss man wirklich sagen. Rigged out in Luxury. Also, nein, der Marco hat mich ein bisschen verarscht. Nein, ja. War viel, weil der Marco hat mit seinem Tactical Golfwear, der hat ausgeschaut wie der Tiger Woods, oder höchstpersönlich. Ja, komplett volles Programm. Und ich habe auch gehabt, ja, ich habe zumindest ein Polo angehabt und beige Hosen. Und dann sagt er, naja, und dann ziehst du die Socken so weit auf, wie das schaut aus, wie es eine Knickerbock ist. Und dann stehe ich im Lift und dann sagt er, naja, ausschaut, du hast wie ein Caddy. Sag ich, ja, danke vielmals. Woher soll ich wissen, wie man ausschaut auf einem Golfplatz? Du hast ein Bogey Boys Kapperl aufgehabt. Zu dem Zeitpunkt noch, bis wir in den Golfshop gekommen sind. Und ich sage, in diesem Golfshop war ein älterer Herr drin. Der leitet diesen Shop und der hat uns vorher gar nicht gesehen. Und Der kennt uns nicht. Und ich bin rein und habe gefragt, so, hey, was brauche ich, damit ich richtig profimäßig ausschaue? Weil Tarnen und Täuschen ist unser großes Motto. Ja. Und da hat's alles möglich gegeben. Ich hab mir gleich zwei Sachen gekauft. Ja. Ich habe noch Buckle-Tees braucht. Ja, ich habe einmal irgendwann einmal Golf gespielt, den Schläger habe ich auch das letzte Mal vor 10, 15 Jahren in der Hand gehabt. Und wir haben selber keine Golfsachen mehr. Ihr habt beide noch nie Golf gespielt, ja, oder du mir zumindest ein bisschen. Ja, vor 15. Aber wir haben keine Golfsachen gehabt, das heißt, wir haben uns ein Golfbag vom Bäder ausgeglichen für die ganze, ja, Nummer, weil wir haben gesagt, wir spielen zu dritt einen Flight. Und deswegen habe ich in dem Golfshop noch ein Tees, ja, habe ich noch braucht, auch immer den Boy auf. Kann ich vorher noch dazu erwähnen, bei der Anmeldung haben wir ja das Handicap angeben müssen. Ja. Und ich, der noch nie auf einem Golfplatz gestanden, ja, ist. Ja, du hast jetzt Turnierreife. Ich habe jetzt die Turnierreife. Ja, richtig. Der Robin die Platzreife. Ja, genau. Gar kein Problem. Ja, okay, passt. Ja. Wir haben mal eine und dann sind es halt immer mehr Leute geworden und dann haben wir erfahren, wer nun in unserem Team ist. Ja. Und also wir glauben, wir sind zu dritt, weil da kennen wir keinen Wett dort, also da passiert, ja, nichts außer uns selber, gar nichts. Nein. Der Peter hat noch gemeint, der stellt uns noch jemanden zur Verfügung als Hilfe. Aus Hilfe zur Verfügung. Aber es waren dann nur drei Leute bei uns im Flight. Ja. Der Alfons und der Sascha.
Legenden. Absolute Volllegenden. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns vorgestellt haben, haben sie wahrscheinlich gedacht, was zum Fick wollen die drei? Genau, richtig. Und wir haben uns gedacht, scheiße, die nehmen das so ernst. Ja. Weil der Alphons hat einfach einen rigged-out Caddy mit Carbon-Bentley-Logo, Soundsystem, volles Programm. Der kostet auch Schläger mehr als mein Leben. Ja, du hast ja auch gesehen, die spielen schon sehr lang Golf. Ja, ja, voll. Und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was wollen die da? Ja, genau. Die verarschen uns jetzt auf unserem Platz. Genau, richtig. Also problematisch. Und wir wollten eigentlich nur höflich und nett sein. Die ganze Zeit gefragt, was sind denn da? Ja, die, ich habe ja einen Kameramann gehabt. Wie tut man da? Was sagt man da? Sagt man da Brustmahlzeit? Sagt man da Hals- und Beinbruch? Oder schönes Spiel. Genau, richtig. Das habe ich gleich mal rausgefunden, weil es war nicht nur der Sascha und der Alfons dabei, sondern sie haben uns den amtierenden, glaube ich, mehrfachen, das hat er da noch dazu betont, Golf-Staatsmeister, österreichischen Staatsmeister, den Bernard Neumeier zur Verfügung gestellt, weil die Deppen kommen sonst keinen Meter auf diesen Platz. Also da habe ich am Anfang gedacht, okay, der hat keinen Bock auf das, dass der mit uns geht. Weil ich glaube, die haben einen überrissen, weil wir sind ja zumindest nur 20 Minuten auf die Driving Range gegangen, dass wir zumindest mal einen Schlag abschlagen, bevor wir überhaupt auf den Golfplatz gehen. Ja, das war schon eher so seitens, hey Jungs, sollen wir nicht vorher noch, dass wir es uns anschauen. Gell? Aber also, wir sind jetzt wirklich richtige mit dem, Freunde. Der Wolf hat mit dem Driver die Bälle weggeballert und er ist der einzige Mensch auf der ganzen Range, der es geschafft hat, dass er 90 Grad abschlägt. Dass er schlagt nach vorne, aber der Ball fliegt 90 Grad nach rechts. Ist nach hinten. Das macht dir keiner. Trickshot. Slippery Slide nenne ich den. Okay, der ist patented bei mir. Für Legit, der Trickshot-Bast. Ja, und dann sind wir auf diese Runde gegangen und wir waren Gott sei Dank der vorletzte. Hinter uns haben nur noch irgendwelche Influencer gespielt. Ja, genau. Wir waren zum Fotos machen da. Ja. Wir haben das schon gern zum lustig sein. Ja, richtig. Ja. Aber hey, ich muss wirklich sagen, also wir haben am ersten Loch die ein oder andere Startschwierigkeit gehabt, aber wir haben eigentlich 6 Bälle gehabt, sind bei den ersten 2 Schläge verloren gegangen, aber ab dem dritten ist ganz okay gewesen. Und wir sind dann wieder Robin richtig warm geworden, muss ich sagen. Aber ich meine, es war ja schon... Die Geschichte war... Nein. Aha. Es war ja eigentlich was ein Spaßturnier. Ja, eigentlich. Es hat ganz spezielle Regeln für jedes Loch gegeben, keine Ahnung. Du musst rückwärts durch die First putten. Du musst mit einem Billardkö einlochen. Du musst einen Darth Vader, da haben sie riesige dafür auf den Platz gestellt, du musst treffen und so weiter. Und ich sage mal so, ich glaube, die Leute haben mich unterschätzt. Ja, und ich muss aber sagen, dass ein Spaßturnier war, waren da schon ein paar Kollegen in die Flights vor uns, die das todesernst genommen haben, dass es jetzt das Turnier der Turniere ist. Ja, es geht ja halt um was. Sie spielen da eher Wimbledon. Und da haben wir uns dann gedacht, dass wir die richtig mal an die Eier fassen. Ja. Und ich sage mal so, also sie haben mich leicht unterschätzt. Ja. Vielleicht haben wir ein bisschen Hilfe gehabt von unserem Staatsmeisterchen. Das aber werden wir uns dann im Video anschauen. Also es gibt einen Videobeweis, aber... Es gibt einen Videobeweis. Nein, ich bin richtig stolz auf euch. Also ich habe mir nicht gedacht, dass wir... Das hat sich auf die Videos nicht gesagt. Wie kann man so scheiße Golf spielen? Das kann doch nicht der Marco war komplett bipolar, weil er so, Wolfi, du schaffst es. Du musst nur ganz vorsichtig und sachte und dann holst du es ein bisschen gerade so. Ja, und ein bisschen drauf. Ja, bist du komplett behindert? Also das geht andersrum. Was kannst du eigentlich? Alter, wie ein Drill-Instructor hat mit der rundgelutscht in dieses Loch hineingepresst. Also, dass sogar der amtierende mehrfache Staatsmeister hat Angst vor Marco gehabt. Ja. Der Marco hat nicht bei mir aufgehört, er hat den Staatsmeister auch angefangen. Ja, natürlich. Also es kann ja nicht ernst sein. Doch, du kannst es besser. Ja, muss ich schon sagen. Also. Ein paar Schläge sind schon in die falsche Richtung. Also das war kein Hole-in-One dabei und da bin ich schon sehr enttäuscht. Ja, Darth Vader habe ich getroffen. Ja, auf jeden Fall. Aber das war Video. Witzig. Und der Sascha und der Alfons eben mit denen haben wir dann richtigen Gaudi gehabt. Nein, weil die sind nach ein, zwei Löcher, sind dann aufgetaut und haben gecheckt, okay, da geht's um die sind genauso dumm wie wir. Und sie bemühen sich. Ja, voll. Nebenbei, der Alfons ist vorbeigefahren mit dem Wagerl mit David Guetta Playlist Vollgas und dann ab in der Klappe. Ab dem Loch hat es dann eigentlich schon Whisky gegeben. Ab dem dritten Loch hat es einen Whisky gegeben. Es war schon die erste Barstation. Ja. Und beim vierten oder fünften Loch hast du dann wieder zu mir gesagt, hey komm, jetzt schierst du nochmal ins Universum. Und der Alfons hat dann so Mitleid mit mir gehabt und sagt so, hey,
brauchst du ja Zielwasser. Und dann hat er aus seinem Bentley Golfcar, hat er mal schon den ersten kleinen Flachmann ausgegeben. Und ich gesagt, ah, komm, ein bisschen Diplomatico, dann läuft die Nummer schon. Da war es halb 10 in der Früh. Ich habe einen vollen gehabt, Alter. Ich habe echt Probleme mit dem G gehabt. Ja, aber ist er. und betrunken war er. Ja, genau, so muss man sagen. Ja, okay, alles klar. Na, weil ihr doch wirklich alle so ein Golfwagerl. In Wirklichkeit ist das nur der Alfons, die ganze Zeit herumgefahren hat, die eine Fotografin mitgekommen. Ja, weil das von seinem eigenen gekauften Geld ein Golfwagerl. Ja, vollkommen zu Recht. Soll ja machen, aber wir haben dann schon gehen müssen, sind schon ein paar Kilometer zusammengekommen. Ja. Weil meine Uhr war. Und die werden ja eigentlich im Ruhm meines Schattens Könnens ja. gesund habt, ja. habe ich die ganze Zeit die scheiß Schläge tragen müssen. Aber du hast ein Video, es gibt ein Video am letzten Loch, da hat der Robin dann mit die Schläge genommen. Und ich schwöre das. Du schaust 10 Meter aus, lang. Wie du diese Schläge nimmst, da habe ich mir gedacht, wie hast du jemals schon irgendwas überhaupt in der Hand gehabt? Entschuldigung, ich war beim Bundesheer. Ja, ja. Also, aber bei welchem? Ich habe im Österreichischen. Aber Marco, ich sage jetzt einmal so, beim Golf warst du vielleicht stärker, aber deine Disziplin, weil du sagst immer, ja, Bundeswehr, dies, das, da, komm, ja. habt acht, also, schießt. Nach dem Laser, nach dem letzten Loch war eine Biathlon-Station aufgebaut. Geri, da war Bier, da war zum Schießen. Nein, da war zum Schießen. Da wo man quasi einen Wecker oberschießen muss. Nein, da war zum Schießen. Und ich sage einmal so, bei Marco haben wir das letzte, weil wir gesagt haben, ja, okay, das ist ja unfair, wenn der gleich jetzt anfängt mit dem Schießen, weil ja beim Bundeswehr, der war ja überall da, Afghanistan, da war ja der überall. Da lasst er jetzt einmal. Genau, da lasst er jetzt einmal mich vor. Und ich sage also mal so, ich habe für diese fünf Löcher, also fünf Ziel, wie sagt man da, Targets, habe ich vielleicht, ich werfe, was braucht haben, 10 Schuss oder so. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ja, war nicht. Aber der Marco, und dann hat er, der Marco ist ja dann so Ehrgeizler, der sagt ja nicht dann so, oh, heute triff ich nicht, sondern ja, die komplette Anlage ist kaputt. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich hat das kein Laser nicht. Ja, weil da kein Laser war. Na, du hast nur beim Schießen. Ja, aber nur beim Schießen, beim Abdrucken. Ja, aber den habe ich die ersten 48 Schuss, habe ich den nicht gesehen. Ja, weißt du, nach Frankreich geschossen hast und nicht auf das Ziel. Der Bäder im Hintergrund ist der Marco, den Laser sieht man auf dem Baum und auf dem Auto im Hintergrund. Wie ich den beim 48. Mal gesehen habe, da habe ich die 5 auf einmal runtergemacht. Ja, auf einmal war jetzt auch gut. Aber auch da hat es wieder was zu trinken gegeben. Stark nachlassen und dann ist er wieder Bar gestanden. Auf magische Weise, puff, ist der Bar gestanden. Ja, und währenddessen hat aber dann der Alfons noch einen anderen Flachmann gezückt. Und dann frage ich, Alter, was, wie viel geht deine? Ein Nebukadnezar Flachmann. Da sind 2 Liter Birnenschnaps drin. Ich habe mir gedacht, was geht eigentlich? Und dann ist der mal die Runde gegangen. Wo hat er denn eigentlich aufgezogen? Das war ein größer Rucksack. War das. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, mit sowas werden manche Kinder in die Schuhe. Ja, mit sowas werden manche Leute beerdigt. Auf die Quelle. Auf die Quelle. Ja, dann haben wir da gar nicht einmal so schlecht abgeschnitten, würde ich sagen. Ja, wir haben auf alle Fälle den ganzen Golfplatz unterhalten. Ja. Wir haben zwischendurch, wollten wir die vor uns, die wollten wir ein bisschen triggern, weil da haben wir schon gemerkt, die haben alle einen Stock im Arsch und haben dann einfach mal 2-3 Mal, haben wir dann ganz laut vorgeschrien. Das ist zur Erklärung, wenn man so einen Ball schießt und der ist menschennahe, dann sagt man 4, damit sie die Leute ducken. Ja. Und ich sage mal, so weit, abgesehen davon, dass wir nicht mehr wie 2,5 Meter weiter geschossen haben, aber habe ich den Ball nachgeschaut, wie mein Bruder damals den Ball beim Baseballschläger. Ja. Aber der Ball ist in 90 Grad nach rechts weggerollt. Trickshot. Trickshot, ja, bei dies da. Dass er besser liegt. Ja, ein Happy Gilmore habe ich auch gemacht. Also ich finde, wir haben uns da richtig gut angestellt. Haben wir schon mehrere Angebote gekriegt von Pro-Teams, ja. Von so Ding. Nein, Bernard hat uns eingeladen, also wenn. Irgendwer, oder? Ja. Er wird gerne mal wieder mit uns über den Platz gehen. Ja. Wenn nächstes Mal irgendein Turnier spielt, irgendwo. Also Gaudi. Aber Gaudi muss man sagen, Bernard, geiler Typ. Ja. Muss man echt sagen, wahnsinnig hübscher Mann, muss ich sagen. Und es hat ja dann am Abend, ist ja dann ein Sieger geehrt worden aus diesem King of Clubs. Und es war ausgerechnet der Sascha, der bei uns im Flight mitgekommen ist. Zu Recht. Und ich würde sagen, wir haben ihm geholfen bei dem Ganzen. Robin, du hast das sensationell hingeschrieben, das Ganze. Nein, Schmarrn. Er hat ja wirklich, wirklich bombastisch. Schau, wir haben durch unsere Ablenkungen, haben wir ihm den Rücken freigegeben. Ja. Aber der Sascha, muss man dazu sagen, war der einzige von uns, der ohne einzigen Fehlschuss die Dinger wegbacken hat. Weil der einen Jägerschein hat oder so. Super solide. Ja, in allem. Der hat abgeliefert auf jeden Fall. Ganz, ganz stark. Was ist danach passiert?
Ja, dann sind wir, eigentlich nur ganz kurz ins Hotel umziehen, weil wir haben ja für jede Section, weil es würde ja ein Vlog rauskommen, beziehungsweise werden wir vielleicht einzelne Parts rausschneiden. Und natürlich, wenn wir eine andere Aktion oder eine Aktivierung oder wie immer Aktivität durchführt, braucht man ein anderes Outfit. Absolut. Genau, weil der Marco hat irgendwo gelesen, irgendwas mit ursprünglich Bogenschießen oder Schießen oder sowas, hat der Marco gedacht, das ist mein Moment, das ist sein Mike-Moment mit Westen und Warnwesten und alles Mögliche. Ja, genau. Und wir haben aber im Kinderhotel geschlafen, muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Das klingt ein bisschen gruselig. Das klingt gruselig, ja, ist ein Familienkinderhotel. Ich schlafe aktuell in einem Kinderhochbett. Ja. Nein, der Marco schläft in einem Vogelnest. Während der Boss im Doppelbett droht. Oder sie verdient. Ja, gut. Muss ich wirklich sagen. Du hast das selber ausgesucht. Und dann komme ich da auf den Parkplatz raus und dann steht der in Marco da. In einem Paradeiserkäfig. Und der Marco steht auf dem Parkplatz. Mit Rigged Out Tactical Hose, mit Taschen und Tarnkappenbomber, Weste, 20 verschiedene Fächer, wo überall ein Backel-Chick reinpasst. Und ein Feuerzeug. Und ein Feuerzeug. Ja. Feuerzeug haben wir übrigens nur im Onlineshop. Kannst du nur reinschauen? Im Racker. Am Rande der Freundlichkeit.com. Werbung Ende. So, Du musst ausschauen, als ob du, weiß nicht, in einem Gangster-Rap-Video aus den 90er Jahren mitmachst. Alter, das war das Taktischste, das war die einzige Hose mit so einer Seitendings. Ja, aber da packe ich nicht alles drum und dran. Ja, ich habe nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Als ob du mit dem Spliffstar und mit dem Busta Rhymes gerade eine Band gegründet hättest. Der Wolfi hat einen schwarzen Plüsch-Buckethead auf. Ja, ein bisschen sexy hat es schon sein müssen. Er hat sich gedacht, er macht jetzt, du hast die getarnt und er hat auf Bär gemacht. Also im Wald, falls er steht, haarig und schwarz, das muss ein Braunbär. Die nächste Challenge war King of Trails. Wir haben uns da ganz normale keine E-Bikes ausgeglichen, weil das haben sie die anderen ausgeglichen. Und sind da aufgedöst in den... Gedöst nämlich. Auf der Natronbahn. Ihr könnt es da nicht lügen, weil im Video sagt man, dass wir ein E-Bike haben. Ich habe kein E-Bike gehabt. Nein, er hat wirklich keins gehabt. Ich habe kein E-Bike gehabt, weil ich war zu blöd, es einzuschalten. Für das lege ich meine Hand ins Feuer. Und dann sind wir da raufgefahren, weil die erste Attrappe war rauffahren, die Strecke, bis zu dem Trail. Und dann waren wir bei diesem Hochseilgarten und dann hat die Betreuerin durchgesagt, seid ihr Influencer? Und wir so, Sicher sind wir Influencer. Auf 60 Kilo ausgelegt. Und dann hat aber der Kletterholländer, der da hackelt, hat gesagt, oh, ich glaube, das sind schöne Frauen. Und das sieht halt uns so. Ihr kennt ja keine, also seid mal, ihr seid keine Influencer. Was dann eben macht, sind Fotos, aber nicht von Eich selbst. Ja, genau. Oder? Weil da haben wir die Introduction, das ich ausgeschaltet, die auf Tuch. Die hat uns weggefrontet und hat gesagt, na, und dann müsst ihr in die Richtung filmen, weil da ist der Sonnenuntergang, da ist das Sunflame. Und wenn so eine rauft, dann müsst ihr wieder alles ausziehen, nicht, dass irgendwo die Ausschau aufgefallen. Und bla. Es war Katastrophen. Aber wir haben gedacht, wir machen halt so einen kleinen Hochseilgarten, so einen Easy Trail. Da gibt es lauter verschiedene und wir machen halt so einen mittleren oder so, haben wir gedacht. Wie schwer kann es sein? Ja, also es war so, es hätte noch einen ganz schwierigen gegeben, da hätte es halt zum Schluss eben eine Station gegeben, da hätte man von einer 14-Meter-Plattform im freien Fall einfach runterhupfen müssen. Zugesagt, hey, liebe Freunde, ich habe 120 Kilo, kann ich wieder ausbauen oder muss ich diesen Trail mitgehen? Na, überhaupt kein Problem. Da stimmen wir dann nur das extra Seil hier für die extra Dicken, da kannst du überall runterhupfen. Gell? Und ich habe mich angeschissen in meiner Tactical Wear, die natürlich wasserdicht ist, wo die Scheiße mir schon bei den Stiefeln gestanden ist, bevor wir überhaupt diesen Trail hineingegangen sind, okay? Und der Marco, die haben gar nicht mehr gesehen, der ist in den Wald eingegangen und war weg. Der Robin hat mir diskutiert mit dem Holländer, wie er jetzt am besten einsteigt und ich habe mir gedacht, mein Leben ist schon wieder vorbei. Jede Woche wieder. Aber Moment, wir haben einen Kameramann mitgehabt, der Nick, den haben wir jetzt neulich dabei und der ist wie der Spider-Man auf einmal durch den ganzen Kletterparcours. In die Seile drin, mit der Kamera in der Hand und ich habe mich nur an die Seile festgehalten, weil ich Angst vor dem Tod gehabt habe. Ja. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil man hat da so ein Seil, wo man sich sichert, zusätzlich zu dem Karabiner. Und uns ist erklärt worden, man kann sich das Seil ein bisschen verstören, die Höhe. Weil es gibt ein paar Strecken, da kann man einfach rüberrutschen. Da muss man nicht klettern oder balancieren oder sowas. Ja, da kannst also du kannst es ein bisschen hochziehen und dann kannst du dich einfach einsetzen. Gut, hat beim ersten Mal ganz gut funktioniert. Bis wir drüben waren, der Marco und ich und der Nick und der Wolfi draufgekommen ist, er hat weder ein extra Seil zur extra Sicherung noch dieses verstellbare Seil. Ja. Jetzt hat er sich da reinlassen. Ich habe mich in mein Leben festgehalten. Ich habe überall Streamen. Aber man muss fairerweise sagen, es ist 9 Meter runtergegangen und du bist dann einfach unten gestanden.
Es war wieder Sessel in das Bein. Ich bin einfach Gas gegangen. Ich habe eine Leine gehabt. Ihr seid da oben. Wie neben. Hochseilpark. Oben quasi. Ihr habt sie wirklich das High-Top-Sightseeing gehabt. Und ich habe mir einfach die Wälder und Wiesen angeschaut. Weil der Holländer unten gesagt hat, kein Problem, geht auch für Dicke. Und ich kann euch sagen, es geht nicht für Dicke. Das kann ich euch sagen. Der Marco war weg. Ich habe ab und zu gesagt, jetzt Marco, kannst du bitte lachen, weil sonst sehe ich dich nicht im Wald. Und der Robin hat seine Life-Choices die ganze, bei jeder Station wieder. Warum bin ich eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Wo bin währenddessen ich unten Pilze gesammelt habe, weil der Rest nicht möglich war. Man muss dazu sagen, das war natürlich eine Challenge und wir sind so ein bisschen off-Record da mitgegangen. Wir haben braucht für den... schon crazy. Wir haben braucht für... 42 Minuten. Aber 45 Minuten für so den mittleren Trail... den schwereren Trail haben die Echten, die was da mitgemacht haben, haben in unter fünf, in drei Minuten sind die da, eine, zack, zack. Ich muss dazu sagen, wir haben drei Minuten mitdiskutiert, wer von uns erster geht. Die Mitarbeiterin meint, sie braucht zwei Minuten für den Schwan. Alter, uns haben vierjährige Kinder überholt, die was wir vorbeisteigen haben lassen. Und dann der Wolfi nur so, nein, ich mach's ja nicht zum ersten Mal. Schau. Wir sind drin gehängt, wie die letzten Menschen. Einen auf dieser Brücke, ich habe einen Spagat gemacht, ich bin da drin gehängt und dann war auch so ein Flying Fox Ding. Und da sagst du, nein, kein Problem, lass dich einfach reinfallen in dein Gurt, lass dich reinfallen. Ich habe dreimal noch vorher gesagt, hallo, das dicken Seil ist nicht dran, zum kurzen habe ich jetzt auch nichts dabei. Nein, lass dich einfach gehen, spür den Wind in deine Haare, kein Problem. Und ich schmeiß mich da rein und komm 2,5 Meter und hängt dann über diesem Mount Everest Cliff-Ding drinnen und komme nicht mehr raus. Und die Jungs stehen da und lachen mich aus. Ich habe mein Leben gekämpft, Alter. Wir haben kurz überlegt, ob wir das Seil abschneiden wollen. Ja, jetzt mal kurz davor. Fotografen fragen, ob er die Drohne um mich schicken kann. Aber das mit dem Weiner nach oben ziehen, das war gar nicht so geil, weil ich habe das einmal probiert und ich schwöre, dass meine Eier sind mir schlussendlich bei der Gurgel wieder rausgekommen. Aber die Männer da draußen wissen, wie das ist, wenn man beim Völkerball oder was auch immer einen Boy in die Eier kriegt. Ja. Und es zirkt so bis zwischen die Brust, bis zur Brust rauf, zirkt es dann. Das war 2 Stunden Dauerzustand ungefähr. Ja, also das ist echt absurd. Nein, wir haben das ich bin froh, dass wir es dann trotzdem geschafft haben. Es war ein super Teambuilding, wollte ich auch nochmal auf die Quelle. Auf die Quelle. Einfach eine geputzt. Hast du ja gerade in die Backen gehauen. Ja, klar. Wenn die Hand nicht oben ist, dann gibt es eine in die Fresse. So. Okay, dann, wie wir dann ausgestiegen sind aus diesem Prinzessinnen-Trail, Turn, haben uns dann natürlich alle ausgelacht und haben gesagt, ja, wir sind da off-record. Das ist überhaupt kein Drehmann. Wir haben gar offensichtlich keine Drehgenehmigung. Ja, genau. Und diesen freien Fall gemacht, weil ja das dicke Seil nicht dabei war. So, dann haben wir uns wieder auf unsere, also der Marco und der Robin auf ihre E-Bikes und ich auf mein Waffenrad und sind da runtergefahren, also Top Speed waren ungefähr 600 km/h. Circa. Und sind dann, wir haben eigentlich nie Zeit zum Verschnaufen gehabt. Nein, weil wir hätten da nochmal eine kurze Pause gehabt, wo wir uns zumindest vielleicht eine Viertelstunde hinlegen und umziehen. Und dann hat aber den Sascha, den wir im Flight mit gehabt haben und den wir an dem Tag erst kennengelernt haben, der war so begeistert offensichtlich, dass er gesagt hat, schaut bei mir in der Portion vorbei, bevor es zum Royal Dinner geht. Der wollte aber eigentlich gar nicht zum Dinner kommen. Echt, oder? Ja, er hat wirklich Bude bumm voll. Und hat nur wegen euch gekommen. Wichtige Gäste. Ich sag so, hey, Sascha, ich halte deinen Platz frei, kein Problem. Ja, aber ich kann nicht, weil ich muss dann hin. Hey, ist überhaupt kein Stress. Und er hat dann mit sich selber so, hat er sich eine diskutiert, dass er da jetzt doch an sich an eine stört. Und dann sind wir zum Royal Dinner gegangen. Da muss man vielleicht dazu sagen, da war eben diese Loose Teig. Im Hotel Eder. Wunderschön gedeckt, wahnsinnig aufwendig. Und wir haben halt Anzüge angehabt und haben halt das Thema natürlich, alle waren wunderschön anzogen. Außer ich. Außer der Robin. Jetzt pass auf, weil der Marco und der Wolfi waren im Hotel und haben gesagt, sie kommen gleich nach. Ja. Ich war überst pünktlich, weil es ja geheißen, es gibt um 18.30 Uhr Aperitif, da im Eder und Sands da draußen und dann gehe ich da stehen. Oder wie unsere Fans vielleicht kennen, das Huren in Sands. wie sie es vielleicht kennen, ja. Ja. Und dann sitze ich da ganz allein in dieser Bar. Ja. Und denke mir so, fuck, ich habe einfach nur ein Hemd angehabt, da weiß ich, das ist schon das höchste der Gefühle. Ja. Und eine Jacken,
die hat zumindest einen Kragen. Also das ist quasi ein Sakko. Es hat zwar einen Reißverschluss und so Zipper. Ja, und es ist kein Sakko. Und dann sitzt sie da und dann kommt der Johnny die Stiegen runter. Der Austrian Kiwi. Also der Austrian Kiwi Johnny. Austrian Kiwi war dann auf einmal am Start. Und der hat anscheinend Austrian das Memo. Na, und dann muss man dazu sagen, der Johnny hat das Memo auch nicht gekriegt, glaube ich. Ja. Er hat es vielleicht gekriegt, aber es war auf Deutsch. Weil der hat ein Kapperl aufgehabt und sein eigenes Merch, also sein eigenes T-Shirt und eine beige Hosen. Und wir stehen so da und schauen uns an und dann sind die anderen Leute eingetrudelt. Und ich schwöre dir, es hat ausgeschaut wie bei fucking Casino Royale. Einer hat einen geileren Anzug als der nächste angehabt und alle sind eingetrudelt und wir sitzen da und die haben glaubt, wir sind die Putzkolonne, wir sind Servicepersonal und haben bei uns versucht, Getränke zu bestellen. Das seid die Optischer. Zimmer 203 war, kein durch. Bloody Mary. Kein einmal durchgewischt. Nein, wir hätten einmal gerne feucht und warm durchgewischt. Nein, das war das und dann sind der Marco und der Wolfi eingelaufen wie die Champions mit dem Sascha im Schlepptau. Ja, und haben sie feiern lassen, weil sie sind eine halbe Stunde spät gekommen ungefähr. Ja, aber wir waren vorher noch bei einem im Lokal. Ja, ja. Wirklich, das ist auch sehr toll. Lillis. Sehr zu empfehlen. In Maria Alm. Ja. Wahnsinnig gute Weine auch. Ja, wirklich gut. Was ich sagen von den sechs Glas, die wir geschossen haben. Auf jeden Fall hat man sie dann gleich mal hinsetzen müssen und wir haben einen sehr smarten Move gemacht dieses Mal. Der Robin. Der Robin hat die Eier zusammengezwickt für uns. Oder die seit dem Seilgarten. Seit dem Hochseilgarten hat es immer noch zusammengezwickt. Das ist jetzt 24 Stunden her. Ja, wir warten ja wieder separat voneinander. Das sind lauter verschiedene Tische. Sie probieren uns zu trennen. Ja. Das ist wie so Kinder in der Volksschule, die darf man nicht trennen. Ja. Es ist ich verstehe aber auch seit gestern wieder, warum, weil wenn wir kaum sitzen, sind wir der absolute Eskalation. Absolut. Nein, weil der eigentlich ist der Wolf in einer Ecke gesessen, der Marco in der anderen. Ja. Ich in der dritten und der Johnny in der vierten. Ja. Was habe ich gemacht? Ich bin da reingesnickt und habe gedacht, ich tue jetzt die Katerl einfach austauschen. Getarnt als Mitarbeiter. Ja. Nein, nämlich wirklich, da sind gerade die Mitarbeiter gestanden und haben irgendwas hergerichtet und ich habe einfach so da, als wäre es das Normalste der Welt und ich habe gedacht, okay, ich tue jetzt die einfach austauschen. Aber du gibst mir schon so Wedding Planner Vibes. Also ich hätte die jetzt auch nicht aufgehalten, meine ganze Ich hätte so ein Rock Talking Wie heißt der? Der die Sendung Frank. Mit der Frank, der Wedding-Planer. Ja, Frank. Es kommt der Frank und dann kommt der Peter Zweger, dann noch was der Geld mehr hat. Und dann der Matteo Klein. Der kocht das Wedding-Dinner. Nein, also es war echt, und ich habe gedacht, ich tue das durchmischen und habe mir die ganze Zeit nur gedacht, ich hoffe, es ist ja bei Hochzeiten auch so, dass du leider auseinandersetzen musst, die Tante und den Onkel, weil die reden nicht miteinander und so. Und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, was ist, wenn ich jetzt neben jemanden sitze, die sie dann umbringen oder so gegenseitig. Und es wird voll das Drama. Aber es ist nichts passiert, es ist alles gut gelaufen, bis irgendwie die Flaschen Wein am Tisch eingestellt war und der Marco entschieden hat, es soll das Aperitif eigentlich an Paloma gehen. An eisgekühlten Pomalunda. Nein, der Hauptsponsor von der Anveranstaltung war die Killer Brand. Ja. Und was hat der Marco gemacht? Don Julio. Und der Marco hat sich gedacht, wenn jetzt der Kölner kommt und unser Getränk bringt, dann bockt er mal seine Geldklammer aus und bladert die Scheine durch. Und hat dem netten Kellner einen kleinen unnummerierten Schein zugesteckt und hat gesagt, schaust du, dass die Tequila-Quelle nie versiegt? Ja, genau. Und na, alle 20 Minuten sich der Becher auf magische Weise auffüllt. Die Ansage war, nimm diesen Zoll und bring uns 5 Paloma alle 20 Minuten. Ja. Bis ich stopp oder schneller sage. Genau. Bis ich sage, wir erhöhen die Geschwindigkeit, da gibt es neues Geld. Richtig. Und wie wir seit dem Karrierefahren wissen, der Zug hatte keine Bremsen. Ja. Weil es war 8 Uhr, wir haben 15 Paloma-Intus gehabt. Alter Schwede. Und dann hat der Marco seinen Mac-Moment gehabt. Nein, es war so. Es war dann. Wir sind erstmal geil vorgestellt worden. Genau, voll. Es war ein bisschen embarrassing, weil es ist so, okay, es waren, wie viel, weiß nicht, 50 Leute da. Ja. Und uns hat keine Sau gekannt. Außer und zwei. Außer der Peter, der uns sehr liebt, hat gesagt: und jetzt das Gefähr im Rhein in der Freundlichkeit. Und ich habe das Nichts in den Augen der Menschen gesehen. Ja. Was ist das? Diesen Sound, das Grillenzirpen. Er hat das Intro eingespült und die haben sich gedacht: Was machen die drei fetten Türken da? Ja. Die wollen einfach dir einen Kuchen in die Fresse stopfen. Und wieso chickt der Haber die ganze Zeit? Ja. Ja. Auf Endlosschleife das Intro. Ja. Und der Peter hat das ganz schlau gemacht und hat ein bisschen locker aufgerundet. Die Runde gerochen. Und hat quasi vorgelesen, so jeder, der dieses Jahr eine Prostata-Untersuchung gemacht hat, möge aufstehen und dann Salute und der Rest des Salz schreit alles Gute. Ja, absolut. Sprechen ist schwer, die Tage waren lang, der Alkohol ist immer nur in mir, alles okay. Ja. Solange es nur der Alkohol ist.
Naja, und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, jeder, der einen eigenen Podcast aufsteht, steht auf und trinkt auf Ex. Und jeder, der aus Salzburg ist, steht auf und trinkt auf Ex. Und jeder, der unter 40 ist, steht auf und trinkt auf Ex. Und irgendwann haben wir dann halt... Und der Marco hat das, wir haben uns gar nicht mehr hingesetzt. Der Marco hat das ernst genommen und hat alle Getränke, die da gestanden sind, ausgetrunken, naja, inklusive der Blumenvase, wo die Blumen drin waren. Robin, wenn es eine Regel gibt, dann gibt es eine Regel. Nein, voll, da hält man sich einfach dran. Da kommt der Deutsche raus und das ist... Genau so ist es. Ja, und dann war es so, wir haben einen Auftrag gehabt, warum wir eigentlich da sind. Also, und ich wollte ja bis zu diesem Auftrag eigentlich nüchtern bleiben. Ja, soll ich sagen, plan successfully failed. Ich wollte gerade sagen, um 9.40 Uhr haben wir den ersten Whisky getrunken in der Ruhe. Ja, also. Der war natürlich schon wieder weg nach dem Hostelgarten. Aber bei mir nicht. Aber bei dem kleinen Feuerinferno, bei jedem Ding stehen bleiben haben müssen und einen trinken haben müssen. Ja. Jedenfalls haben wir dann was moderieren müssen. Und es war so ein bisschen mittel geplant. Also wir sind ja Freestyler prinzipiell, aber es ist dann darum gegangen, dass wichtige Persönlichkeiten, die an diesem Abend nicht da sein können, per Video zugeschaltet werden und wir dann mit denen interagieren. Der Marco hat es aber nicht nehmen lassen, sein Stand-Up-Programm vorab auszuprobieren. Naja, das Ding war, der erste Fehler war beim Bäder, weil der hat einen Mikrofonständer da stehen gehabt mit einem Mikrofon drauf. Und der Marco hat gedacht, das ist mein Moment. Hat den Mikrofonständer umgetreten und wieder aufschwingen lassen und hat das Mikrofon rausgenommen. Robin Williams hat angerufen, er will seine Moves und hat das Mikrofon genommen. Und der Wolfi und ich wollten eigentlich auch was sagen. Marco hat das Mikrofon genommen und ist weggelaufen. Ist immer zwei Schritte zurückgegangen. Wir haben ich wollte höflichkeitshalber den 90% der Leuten erklären, wer wir sind. Das war dem Marco scheißegal. Scheißegal. Der Zug hat 300 km/h gehabt, unaufhaltsam. Der Hund hat gleich mal irgendwelche Leute... Monolog heute, ja, irgendwelche Leute angefuckt, hin und her, dies, das. Wirklich? Ja, klar, Alter. Ich bin da, also, dass ich mich schaue. Da gehört schon richtig viel dazu. Und ich bin dann immer so einen halben Schritt weiter. Ich hab doch, das ist der Moment, ich bin jetzt raus und ihr müsst mir aus dem Intro rauslöschen von dem Podcast, weil ich kann das ich kann mich da nicht nochmal hin. Diese deutschen Golf-Influencer haben uns angeschaut, als ob sie zum ersten Mal ein U-Boot sehen. Was macht... Ein Deutsches. Ja, ein Deutsches. Du sagst immer, wir sind uncancelbar. Alter. Gestern hast du das Wort auf die Probe gestellt. Wieso? So wie leicht gesagt. Nein, war eh lustig. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, eben. Das war problematisch. Ich habe ja nur die ganzen... Shoutouts verteilt, aber an alle. Ja. An alle, weil da war wieder Salute, alles Gute, haben wieder alle saufen müssen, damit die auf dein Level kommen. Und du bist irgendein Olympiagewinner. Was hast du nochmal schnell gemacht? Das habe ich am meisten gesagt. Ja, voll. Es war, wissen wir es noch. Ja, er ist auf alle Fälle. Ja, aber Einzelrodel. Ja, Einzelrodel. Na, und Atopie. Olympiasieger, Wahnsinn. Da waren ja richtige Promis da. Und wir, genau, richtig. Und dieses Dinner hat so dann seinen Lauf genommen, würde ich jetzt einmal behaupten. Und da sind die Leute gekrönt worden, die quasi diese Challenges gewonnen haben. Wir waren ja außerhalb der Wertungskonzepten, wir alles gewonnen. Es ist einfach immer mehr geworden am Tisch. Also ganz ehrlich, es sind voll viele Gerichte eingestellt worden und ich habe überall ein bisschen gegessen und dann so, ja, und jetzt macht es mal Platz für die Hauptspeise. Denke mal, Alter, was ist die Hauptspeise? War da? Wir haben 18 Teller am Tisch gehabt für 5 Leute und dann ist die Hauptspeise gekommen. Ja. Nein, es war wirklich geil. Und dann ist irgendwann im Hintergrund, hinter der Leinwand, die da aufgebaut war, sind die Pokertische aufgebaut worden. Weil wir Casino Salzburg hat 2 Pokertische mit Dealer, volles Programm aufgebaut und wir haben dann, wir haben uns dann auslosen lassen. Und Gott sei Dank kommen wir jetzt in deine Kategorie. Ja? Kann schon sein, dass ihr das so witzig gefunden habt, dass ihr vielleicht mal kurz Wolf of Wall Street da live aus. Der Wolf of Wall Street war dann da. Lieber Wolfram Felice. Ich habe das Glück gehabt. Also ich bin auf einer Seite ist der Johnny gesessen. Ich habe extra 2 Tickets organisiert, dass sie nebeneinander hocken. Ja, der Marco ist währenddessen draußen gewesen im Raucherbereich und hat lauter Business Deals abgeschlossen. Ja. Während der Wolfi und ich um unser Leben gespielt haben. Ich bin da gesessen, rechts von mir der Johnny, links von mir der Wolfi. Ich habe gedacht, okay, alles klar. Ich habe 10 Minuten vorher ein Video geschaut, how to play Texas Hold'em. Ja. Wie schwer kann es sein? Ja. Ich habe gedacht, immer Royal Flush, was soll sein? Und immer nur eine. Dann habe ich vergessen, das ist eigentlich Blackjack. Ja, voll. Ich nehme nur einen, der Dealer so, das funktioniert das nicht. Und ich so, Alter, ich habe aber ein YouTube-Video angeschaut, ich verstehe das nicht. Das haben wir, glaube ich, sogar ein Video. Nein, es war anders Poker. Alter. Der Johnny hat es genauso gut kennen wie ich. Dann haben wir da gesessen. Und dann habe ich 2-3 Mal Karten gehabt und mir gedacht, okay, das könnte eventuell vielleicht was werden. Ich war immer sehr zurückhaltend. Ja. Und der Wolfi neben mir tippt mir unterm Tisch so an, ans Knie und so. Und ich denke mir so, all right, dann halt nur 3.000 Euro rein, was soll es sein? Du kannst nicht vorstellen, wie schnell ich alles verloren habe. Deswegen hast du halt kein Auto mehr gehabt.
mehr, aber mit... Ich habe alles verloren, inklusive der Krawatten, die ich gar nicht gekauft habe. Weil ich dachte, der Brief hilft zu mir. Mit zwei, drei. Es war nicht einmal ein Top, nein, es war nicht einmal zwei und drei. Ja, ja. Ja, Alter, dass man den Karten in der Sekunde wegschmeißt, das ist nicht 23, okay, Supermax, John, let's go. Ich dachte, da gibt es irgendwie so einen Royal Flush Bonus, einmal lauter verschiedene Karten, Jetzt mal kein Memory, Alter. Das sind keine Sammelkarten, sondern du brauchst welche, die schon hast. Nein, ich dachte, das ist wie Uno. Ich dachte, das ist wie bei Uno, die niedrigen Karten zählen auch was. Ich habe A plus 4 und ich spiele jetzt aus. Ja, genau. Und dann wünsche ich mir rot. Das hast du nicht falsch verstanden. Nein, ich habe praktisch gespielt. Ich sag's ja, aber ich war dann wirklich, ich war die ganze Zeit draußen. Alter, ja. Der Business-Marco hat was ich von alles so Angst, von, ich hab so Angst um die Karte. Vorher habe ich einen kennengelernt, der acht wichtigste LinkedIn-Influencer in Österreich Roman. Ist. Der ist aber geil gewesen. Grüße gehen raus. Dazwischen hat er kurz jemanden gefunden, der genauso einen Uhrenfummel hat wie du. Nein, der hat keinen Uhrenfummel, sondern der produziert Uhren in Deutschland. Das ist ein Uhrenfummel. Ja, was er gesagt, ein Uhrenfummel. Ein Uhrenpimmel, wollte ich sagen. Ja. Der geht auf Zeit. Und zum dann habe ich noch... vorbei. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Don Julio unterschrieben. Auf jeden Fall. Na, und dann... Und weil dann ich mir gedacht, die Quelle ist die Quelle. Und irgendwann ist der Sepp zu mir gekommen. Auf die Quelle. Auf die Quelle. Irgendwann ist der Sepp zu mir gekommen, der Chef des Hauses. Ja. Und sagt so, kann es sein, dass der Marco... Kann es sein, dass der Marco gerade einen Vakuumierer gekauft hat? Oh, Scheiße! Weil auf einmal hat er mit dem Tommy entschieden, sie machen jetzt ein Vakuum. Ja. Du Weed Business. Ja, während auf. Er eigentlich nur Tiefkühlpizza in den Ofenschirm ich muss euch das erklären. Das Gespräch, das kann sich keiner überlegen, Alter. Ich sitze mit dem Tommy Eder am Tisch. Wer ihn nicht da kennt, das ist der Sojasoßen-Boss aus Österreich. Mit dem Roland Rettl vielleicht zusammen. Mit dem Roland und Kiko Mann. Ja, aber nein, der Tommy Eder ist ein guter Bekannter von uns. Freund war jetzt zu viel, weil so viel Zeit verbringen wir miteinander. Zeit, schwierig. Ja, nein, aber er war natürlich ein wahnsinnig guter Koch und hat lange im Hangar 7 gearbeitet. Ja? Und wir sitzen an einem Tisch und wir haben ja vor, dass wir eine Kochshow machen. Ja? Ja. Und ich erkläre... Das sage ich, wenn ich es ihm sage, dann eher. Es ist um irgendwas anderes. Ich hab nur einen Satz gesagt, der Wolf und ich wollen jetzt was Lustiges ausprobieren, wir machen eine Kochshow. Dann fängt er gleich an, hey, pass auf, nehmt mal Sojasauce, nehmt die her und ihr kriegt dann einen Link von mir, den ihr dann eine da kennt und dann kassiert sie jedes Mal, wenn sie eine Sojasauce verkauft, 20%. Also Multilevel-Marketing. Und ich so, nein, um das geht's überhaupt gar nicht, Tommy. Und dann ist es so da hingegangen und sagt er, ich komme bei euch vorbei. Und ich so, okay, geil. Wo? Ich bin in der Kochshow. Also, sag ich, ja, okay, geil. Okay. Aber wie gesagt, da geht's um das und das. Und es darf nicht kompliziert sein. Und er so, pass auf, ich nehme zwei Avocados mit und wir machen daraus drei verschiedene Gerichte. Dann sage ich, nein, das ist viel zu kompliziert. Dann hat er schon angefangen, dann machen wir unseren eigenen Avocado-Essig draus. Bla, blub, hin und her. Avocado. Und ich denke mir, hey, er kapiert es einfach nicht. Dann sagt er, okay, wenn das zu kompliziert ist, ich nehme zwei Sellerie-Wurzelknollen mit. Und die so, und was wir machen ein 12-Gänge-Menü draus. Und die so, was tun wir dann mit denen? Ja, die müssen wir dann vorher ankochen, die ist das Ananas. Und dann, die haben wir eine vakuumieren und die müssen wir dann zu weit gehen. Sag ich, Tommy, ich hab dir jetzt dreimal das Konzept von uns erklärt. Es hat nicht jeder ein Vakuumiergerät daheim. Pass auf, ich mach dir einen Link. Wir verkaufen die Vakuumiergeräte. Der Tommy hat jedes Mal 20%. Ich schwöre euch, der Tommy hat vorige Woche einen Affiliate-Link-Podcast hier angehört. Ich will keine scheiß Vakuumiergeräte verkaufen. Was ist los? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich stehe jetzt auf und gehe. Das hat so keinen Sinn heute hier. Ja. Ja. Es kann nicht sein, dass wir eine Kochsendung mit dem Tommy Eder machen oder auch nicht. Irgendwann haben wir uns am Klonten getroffen, weil der Marco hat den ganzen Abend seine Blase zusammengehalten. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo er von da losgelaufen ist. Weil man muss sagen, es ist ein großes Hotel und die Toiletten sind schon circa 1,5 Kilometer weg. Ich hab mir und dann steht er am Klo und dann sagt er so nebenbei, ich war fertig, habe mein Hemd gewaschen. Er sagt so nebenbei, übrigens, du bist das Klobürsten-Testimonial für 15.000 Euro im Monat. Habe ich das gesagt? Ja, da war es 2:30 in der Früh, ich weiß nicht so genau, wo das herkommt. Vielleicht haben wir mit diesem Laden. Es kann schon sein. Film die beim Scheißler mit deinem dreckigen Scheißhaus und dann, ich tue dir dann Link ein und dann 20% pro Klo. Ich sag, alles klar, für 15.000 Euro im Monat tue ich fast alles. Ich hätte es auch für 500 gemacht. Aber war scheiß drauf.
Währenddessen hat der Wolfi, ich bin zurückgekommen, irgendwann alle halbe Stunde bin ich reingegangen zum Wolfi, der ist schon in Unterhemd dort gesessen, ja, Nippel raus. Na, du bist ja die ganze Zeit nur zu mir gekommen, Marco, kannst du jetzt endlich einmal Poker spielen? Und ich so, ja, ich komm gleich. Ich habe die ganze Zeit. Weil der eine dich auf dich gewartet hat, weil aber du warst der Fehlende. Es ist die ganze Zeit dahingegangen. Dann, ja, kannst du beim Kameder bedanken, weil der ist in der Ecke gesessen, das habe ich extra eingekauft und jetzt kann ich gar nicht mitspülen. Die ganze Zeit ist es so dahingegangen. Ja. Ein Gespräch nochmal anderen. Ja. Und irgendwann, wirklich nach 3 Stunden oder so, habe ich mir gedacht, ja, die Buben, die werden schon alles im Griff haben, lass es allein. Komm ich zurück. Dann sitzt der Felice an einem wohlgemerkt Casinos Austria-Tisch. Im Unterhemd. Mit einem Dealer links und rechts in der Hand. Und so 10.000 Euro steht da. Und so viel Cash gestackt, Alter. Da haben wir gedacht, okay. Wo ist also her? Ja, was soll ich sagen? Seit wann dran wie die Sopranos? Die Sopranos noch. Ich weiß nicht. Es war, ich hab taktisch gespielt. Und ich habe meinen linken Sitznachbarn habe ich nicht kennt vorher. Und ich habe, bevor wir das erste Mal gesetzt haben, sage ich, sag mal du, gib mir ein Zeichen, wann ich mein Hemd ausziehen kann. Und ich sage mal so, nach der ersten Hand, jetzt. Ja, und du musst sagen, gegenüber vom Wolfi ist einer gesessen, der hat seine Krawatten als Stirnbandel getragen. Und irgendwann hat der Wolfi dann gesagt, da war Krieg auch. Nein, da kannst du nicht vorstellen. Dann hat der Coupier gesagt, normalerweise hat man seine Kose an und so. Und dann sagt der Wolfi, mein Freund, sei froh, dass ich nur Hosen anhabe. Da liegen nur 50.000 Euro schon da am Tisch. Es geht um alles und vor allem um einen guten Zweck natürlich. Und er sitzt da auf aller Seiten, hängt ein Nippel raus. Dann hat er seinen Tequila. Er hat gedacht, okay, ich muss jetzt da mitmachen, all in, stellt den Tequila auf den Tisch. Da war kein Tisch. Er hat ihn einfach ins Leere gestellt. Der ganze Boden voll mit Eiswürfeln und Tequila. Der Peter so soll ich den Fetzen bringen. Scheißegal. Da ist es zugegangen. Ich hätte schwören können. Ich habe nämlich dieselbe Taktik wie du vorher und mir gedacht, das schaue ich mir ab. Und ich sage zum zweiten Körner, bis ich stoppe oder schneller sage. Und das war das Hauptproblem. Der Tisch hat nichts zum Trinken gehabt. Und ich habe für 18 Leute auf meinem Mini-Tisch. Ich hätte da eine Paloma-Party machen können. Ich bin in meinem Unterleibel da gesessen. Glückliche Fügung. Aber mich 10 Minuten wegfacken. Wie willst du schauen, wenn du Klopierstils ausmachst? Am Scheiß aus. Vom 5-Sterne-Hotel. Wie willst du schauen? Du bist ja nicht da gewesen. Ich hab auf dich gewartet. Mein Vernunft. Der Mensch, der alle Deals macht. Die Vernunft war scheißhaft. Ich glaube, der Wolf war schon, weil er immer, wenn wir herkommen, ist er gesagt, der Marco macht das ganze Business bei uns. So war's auch. Deswegen bin ich die ganze Zeit in irgendwelchen Nein, und Sprechen der Wolf hat alle Leute am Tisch so voll gelabert und hat nicht einmal zu den Karten hingeschaut und hat irgendwann immer mal wieder Geld reingeschoben. Dann ist der Moment gekommen, wo der Marco spielen hätte sollen. Und dann hat er gesagt, nein, Michi, nimm du meinen Platz, setz dich du hin, weil der Michi war auch da. Dann hat sich der hingesetzt. Happy Birthday ist ganz gut gelaufen, hat das gemacht. Dann schau rein, ich bin da gestanden, voll viel Geld, voll viel Shit aus, denk mal, lauf bei ihm. Und er so, ich hab gute Karten. Geh raus zu Marco, eine Minute später steht Michi neben mir und ich so, was ist passiert? Und er so, alles weg, es ist alles weg. Ich hab alles verloren, ich so, was? Und er so, ich war mir so sicher. Okay, gut. Vielleicht hat er einen Zweier und einen Dreier gehabt. Nein, er hat Royal Flush gehabt, oder wie das heißt. Nein, wie heißt das? Ja, Dings alles. Aber es hat angegeben, er hat das Gleiche gehabt, da mit einer Hecherin gehabt. Ah, ja, okay, wild. Und er hat gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ja, okay. All in, dies, das und alles war weg. Also ich habe ungefähr 5 Minuten gespielt, circa. Aber ja. Also ja. Der Wolf ist dann doch nicht King of Cards geworden, aber es war ein knappes Rennen. Es war wirklich knapp davor, du bist Dritter, glaube ich, geworden. Ja. Ja, wurscht. Aber richtig. Dabei ist alles. Ey, weil alles es ist auf voll viele Tische so gespielt worden. Ja. Immer 2 Tische, aber die sind zweimal geöffnet worden und so und weiter. Und hin und her und so weiter. Irgendwann komme ich rein, steht der Wolfi auf mit seinem Unterleibel und sonst nicht mehr viel außer der Hosen auf dem Sessel. Was ist dann irgendwie liegt im Hintergrund? Die Amo. Ja, schreit durch den Saal. Die Amo! Da war es aber erst 12 oder so. Also,
Ich werde ich habe mich gefühlt wie so ein weit entfernter Cousin auf einer Hochzeit. Ja, einfach nur unangenehm. Ja, genau. Dem man nichts mehr da kann. Nein, ich habe dann schon ein paar Classics gespielt, nachdem der King of weiß nicht was, auch King of Clubs, also hier Schläger Johnny, am Pokertisch eingeschlafen ist mit seiner Krone auf der Birne und dann plötzlich das Mikrofon gefunden hat und gemeint hat, Karaoke war jetzt ein Wahnsinn. Es ist aber zeitgleich sind ein paar Sachen passiert, weil da unten ist noch gespielt worden, da ist ein Wurzeltisch, da haben sie ordentlich getockt. Da hat die Familie Eder um alles gespielt, der Sepp hat durchgehend da gespielt. Ja, der Sepp und der Tom, die haben sich echt viel gegeben und daneben war aber so ein Bierpong-Tisch. Ja. Wohlgemerkt mit dem letzten Abend mal obendrauf aufgedruckt. Und da hat quasi Schwarz gegen Rot gespielt. Ich erkläre kurz die Situation. Also ich glaube, dieses Bierpong-Dings, das hat 3 Stunden gedauert. Mhm. Und das rote Team hat nur 8 Becher gehabt und das schwarze Team nur noch 2. Rat mal, wer verloren hat. Ich. Er sei Würde. Und das rote Team hat trotzdem verloren. Ah, Wahnsinn. Aber da ist es um alles gegangen. Das die haben 3 Stunden, glaube ich. Das war waren alle schon so dermaßen zu. Ja. Für einen guten Zweck. Nein, ja, von den Dämpfen, weil trunken haben sie nicht so viel offensichtlich. Nein, also das ist ja, irgendwann sind wir dann heim. Ja, naja, also die Geschichte ist die. Ich habe ja dann, wie dieses Poker-Dings, ich quasi Verlierer war, habe ich mal kurz den Marco gesucht, nachdem der wieder irgendwelche Deals gemacht hat, habe ich gedacht, jetzt sitze ich mich noch mal auf den Tisch, weil mein Deal mit dem Kölner ist noch weiter gegangen. Und wenn ich was von meinem eigenen Geld gekauft habe, genau, dann will ich das auch durchziehen. Und dann sagt der Marco, er soll mir dann nochmal und gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, klingt vernünftig, weil wenn der das sagt, machen wir das. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gemerkt, dass ich Probleme mit dem Steh habe. Mhm, so. Mit Gleichgewichtssinn, ja. Ja, genau, richtig. Und habe mich dann eingekackelt und dann sind wir wieder Richtung Kinderhotel gegangen. Ja, das habe ich wieder richtig. Ja, der Michi hat auch noch spontan. Ohne dass wir ein Kind mitgehabt haben. Der Michi hat auch noch, ja zum Glück, der Michi hat auch noch spontan ein Zimmer gekriegt und hat gesagt, er ist dann rein und gleich wieder rückwärts raus, weil in dem Zimmer war überall gewohnt. Es ist zwar keiner drin gelegen, aber das war halt schon vergeben. Ja. An den anderen, also da haben sie Zimmer vertauscht, dann haben wir das auch noch geregelt. Auf jeden Fall um 3 in der Früh sind wir dann alle irgendwie im Bett gewesen. Und ich habe gedacht, okay, das wird ein harter Tag, aber wir müssen ja heute noch performen. Wir müssen ja eigentlich zum Breakfast for Champions und dann dieses Rennsimulator und das dann Go-Kart-Rennen. Ich schwöre, dass das gesagt und dann, das Breakfast for Champions lassen wir auch. Und dann haben wir gesagt, und dann haben wir gesagt, wir treffen uns um zwischen 9 und maximal 39 zum Frühstück wieder im Kinderhotel. weil die haben das beste Frühstück. Ja. Weil da gibt es auch Fruchtzwerge und alles. Frieda, schaut es euch an, falls ihr Kinder habt. Geilstes Kinderhotel. Dreimal dürft ihr raten, wer um 9 Uhr beim Frühstück dort war. Michi und ich, dreimal aufs Rotten, wer 1 Stunde das Telefon abgehoben hat und 21:45 da war, 5 Minuten bevor es jetzt abgebaut hat. Jetzt dass wir das nicht ausgemacht haben. Ich habe es versucht, kennst du den Song von Ed Sheeran? My legs don't work like they used to before. Das war da einfach immer noch. Ich habe Marco angerufen, der hat nicht abgehoben. Gut, dann habe ich Wolfi angerufen, der hat dann noch ein 3. Mal abgehoben und dann sagt er, ich glaube, ich kann noch nicht gehen. Und ich so, wie meinst du das? Und er so wie es gesagt, ich glaube, ich kann noch nicht gehen, ich brauche nur ein bisschen. Also geistig war er schon da, körperlich halb paralysiert noch. Ja, Alter, weil ich mit meiner ganzen Kraft mein Leben in diesem Kletterpark festgehalten habe. mit Hände, Beine, Füße. Ja, es war schon ein brutaler Tag. Ja. Und man muss ja dazu sagen, der Sascha hat ja als King of Clubs quasi auch noch eine gute Flasche Tequila gewonnen. Eine gute Flasche. Ja. Die war und ist dann und ist mit dieser Tequila-Flasche durchgegangen. Das ist wie eine Wandertrophäe durchgegangen. Ja. Jeder hat da mal rein sippen dürfen. Eigentlich wie eine Wanderhure. Wie eine Wanderhure. So werden die Abwehrkräfte gestärkt. Ja. Das war brutal. Dann haben wir uns Mel und Tequila. Ja. Das sind die 2 Optionen, die du hast. Von innen und außen. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwie geschafft. Heute um 10:15 dann ein bisschen Frühstück und so. Und dann so, ja, okay. Ja, es geht dann weiter. Wir müssen uns umziehen. Nächster Outfit-Check. Und es geht zum Go-Kart-Rennen. Ja. Man muss dazu draußen sagen, der Peter hat vorhin in die Gruppe geschrieben. Der Peter hat in die Gruppe geschrieben, ich möchte es nur zitieren. Go-Kart-Rennen heute im Trockenen. Ich hab gedacht, okay, safe. Sie haben eine Halle irgendwo oder so. Na, also wir sind einfach beschissen im Fahrsicherheitstraining vom ÖMTC in Saalfelden, in strömenden Regen bei 3 Grad Außentemperatur. Haben hat sie der Robin angehabt, eine kurze Hose und ein T-Shirt. Haben sie sich gedacht, die 3 Dicken setzen wir jetzt in die ersten 3 Go-Karts rein, weil was kann schief gehen? Ganz ehrlich, ich habe natürlich wieder probiert, mein Weight-Card zum Spülen und habe gesagt, hey, ich passe da gar nicht rein. Ich brauche das Große. Und dann haben sie gesagt, schau, da gibt es mal einen Check dafür, wie mit die. Sie haben schon was für Dicke. So ein 3XL-Regenanzug. Ja, also es war ja so, also
sie haben diese Go-Kart-Show aus sich gefahren und dann haben wir die Jungs vom ÖMTC selber schon ein bisschen zugeschaut und du hast gesehen, da wird gerutscht ohne Ende. Die haben nicht einmal gerade ausfahren können, ja. Weil es ist Wasser gestanden, Aquaplaning des Todes, dann haben und diese Go-Karts ja keine Reifen und Slicks, kein Profil, whatsoever, also ungefähr so wie meine Reifen beim Auto. Und die Mopeds da, die Mobesen, wollte ich schon sagen, sind die ganze Zeit fast angestorben und denken mir so, fuck, Alter, wenn wir da jetzt im strömenden Regen, da geht's bergauf, da geht's bergab, das ist nicht eine gerade Strecke, das ist schon, wir sind ja im Gebirge, da, ja. Und ich dachte, sie werden jetzt irgendwo stehen bleiben und stecken bleiben, die Dinger haben keinen Rückwärtsgang, die Dinger haben keine gescheiten Bremsen, es gibt nichts, du hast dann Gurt und einen Helm, den schon 3 Millionen Leute angehabt haben vor dir, also wenn du spätestens noch einen Tequila noch nichts gehabt hast, wenn du den Helm auch nicht überlebst, bist du safe. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt haben schon alle einen Anzug an und für mich bleibt keiner übrig. Dann hat sich einer leider aufgeopfert und gesagt, dann nimm meinen, kannst du natürlich meinen nehmen. Ich hab's dann extra laut gesagt, Robin, willst du nicht meinen haben? In der Hoffnung, dass der da so einer... Na, und ich hab gedacht, ich mache jetzt einfach das Boxenluder und stehe draußen, fühle euch so ins Visier, in Red Bull rein oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Was halt Boxenluder so machen? Ja, was machen die denn Red Bull reifeln. Ja, in Tank. Na und dann sind wir da halt gefahren. Na, wie soll man sagen? Ihr seid gefahren, ich habe Pirouetten gedreht. Der Formel 1 Felice hat mal ein bisschen Ballerina gemacht. Ich bin zum Teil die Hälfte von Strecken in die falsche Richtung gefahren, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo vorne hinten ist. Ich war von dem Rennen, glaube ich, trotzdem noch Vierter gewesen, wenn ich einmal mal ausgestiegen war und die angeschoben hätte. Es gibt Danke, dass du zu diesem Punkt kommst. Weil diese Strecke hat auch eine Bergaufstrecke, wie der Robin schon gesagt hat. Yeah. Und ich sage mal so, vor dieser Bergaufstrecke habe ich einen kleinen Dreher gehabt, gell? Und dann habe ich aber, ich sage mal so, ich habe den Schwung nicht mehr gehabt aus der Vorkurve. Wirklich? Ja. Und ich bin dann... Er ist rauf und er ist rückwärts. Nein, er ist immer schneller. Ich bin immer langsamer geworden, immer langsamer. Dann denke ich mir, fuck. Wie heißt der in der Bibel, der diesen Stein auffindet, der Sisyphos? Ja. So, genau. So bin ich, und dann denke ich mir, Alter, fuck, waren die jetzt da? Panathinaikos. Genau. Mit vollen Karacho, waren die jetzt mit vollen Karacho mir in diesen Rücken hineinfahren. Dann sind alle tot. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Kletterpark habe überlebt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und dann hat sich ein ÖMTC-Mitarbeiter sich ein volles Herz genommen und hat mir diesen Hügel aufgeschoben. Das war für ihn seine NATO-Erfahrung. Ja. Also wenn sie... Wenn ich den Rudolf von Zecke darüber räumt, Nur den rückwärts. Ich will heute zu meiner Familie nach Hause. Und wenn ihr glaubt, die Strip-Poker-Einlage in Unterhose war peinlich, nein, rückwärts geschoben werden von einem ÖMTC-Mitarbeiter. Ich sage jetzt einmal, da hat sich die Clubcard ausgezahlt. Ich habe die gelben Engel oder wie sie in Österreich heißen, die Schieber der Dicken. Ich finde es also geil, wir haben uns vorher nur eintragen müssen in Listen. Also da schreibt der Namen rein, die Adresse, Telefonnummer, Reisepassnummer, Unterschrift und dann liest du mal, ob es kleingedruckte. Sie halten sich von allem frei, sie kannst wegen nichts verklagen, wegen keine Verletzungen, amputierte Körperteile oder sonstige Sachen und du schließt eine 2-Jahres-Mitgliedschaft beim MTC ab. Nein. Aber es waren 4 Gruppen quasi und es war ja so, wir waren gleich im ersten, das war für die Amateure, die halt nicht noch so nie, oft fahren. Noch nie irgendwas gefahren. Und wir sind das aber, wir haben es solide durchgezogen und es schaut aber, wenn du von außen zuschaust, schaut es mega langsam aus. Ja, voll. Aber durch das, dass die Strecken so nass war, auf wie oben hinter 4, war es ultra rutschig. Du hättest keine Chance, dass du mehr... Auch bei der 20. Runde haben sie die Besseren die ganze Zeit nur rundherum dran. Also das war wirklich Kindergarten eigentlich. Und dann sind die dann irgendwann mal selber drin gesessen und gemerkt, okay, so viel schneller geht es eigentlich gar nicht, wie es ausschaut. Nein, und dann ist der Peter Just eingestiegen. Ja, der ist ein Super Mario. Na, kennst du die Leute, die immer sagen, ich habe für den Test nichts gelernt, und dann schreiben sie einen Ansatz. Ja, das ist und du weißt genau, der Peter. Naja, wir halt, hätten es aber wissen können, nachdem sie eine Ada Collection Racing Kleidung selber mitgehabt haben, mit so Sparko-Schuhen und eigenem Vollvisier-Helm. Es war ja bei jeder Aktivität hat es irgendeinen Vollprofi gegeben, der das, oder ein paar, die es wirklich ernst machen. Das war ein Peter sein Moment. Also mehrere Handschuhe, wo er sich dann ausgesucht hat, okay, wenn es wenn der jetzt so wird, dann ziehe ich mir die Handschuhe um. Ich bin mit 2,5 km/h im Berg runtergerollt und er überlegt sich, was für eine Handschuhe das ist. Mir hat keiner gesagt, dass es Handschuhe gibt. Ich habe nicht einmal gecheckt, dass man das Visier vom Helm zumachen kann. Und bin ich im Helm drin fast ertrunken. Weil durch jede Wasserlatsch ist das Wasser. Ich habe so ein Auge offen.
Bis ich gesehen habe, ich habe eher visiert, dass ich zumachen kann. Aber Hauptsache steht die GoPro am Laufen. Ja. Habe ich gerade aus der Redaktion gehört, Gratulation an den Dani Vogel, der ist offensichtlich der King of Race, King of Cards. Ja. Hey, wir müssen jetzt, bevor wir einigermaßen zum Schluss kommen, weil voll. Wir haben ja noch Geschenke gekriegt ich würde das gerne auspacken, weil eins hast du noch nicht gesehen und du hast noch gar keins gesehen und das sind lustige Sachen. Wir haben, von ZuhörerInnen haben wir Geschenk gekriegt. Ja. Da muss ich auch noch ganz kurz was loswerden. Ich habe auch ein Geschenk gekriegt, aber ich habe es nicht mitgenommen. Und zwar war die Barbara aus Bayern da. Die hat extra einen Tisch. Die Bayern-Babsi, wie wir so schön sagen, war mit einer Freundin da und die haben extra einen Termin ausgemacht, weil ich habe nicht gewusst, man kann anscheinend bei Instagram Terminanfragen machen. Und ich habe einen Termin dann freigekriegt und ich so, also wie so eine scheiß Audienz, haben sie dir einen Termin ausgemacht bei mir, waren da auf Kaffee und Kuchen und haben dann Geschenke mitgebracht. Also wir haben jetzt Whisky und Schokolade aus Bayern gekriegt. Die bringe ich nächste Woche mit, aber ich wollte nur sagen, danke für das, die Leute echt wirklich Geschenke vorbeibringen, wenn es kommen. Mir ist natürlich nett. Aber es ist ein Zeichen, dass ich da jetzt nicht einen gehabt habe, bitte. Ja, natürlich. Machen wir uns aus. Das habt ihr beide noch nicht gesehen. Ja, fangen wir mit dem an. Das habt ihr beide noch nicht gesehen. Das ist mir weggefallen. Von wem ist das? Stefan Begovic. Stefan, danke. Aus Bad Reichenhall. Ja, aber ich bitte die Adresse nicht vor. Ja, vielleicht sagen wir es nicht in die Kamera. Ich hab's ja. Ja, okay. So. Da haben wir einmal, ich vermute... Unseren eigenen Merch-Retour gekriegt. Ich vermute, das ist für einen Robin. Okay. Was ist das? Saubere Socken. Na, Wahnsinn. Da kennst du dich aus, Robin. Wenn ich manchmal direkt wo leh von der Arbeit mit meinen durchgefickten Birkenstock komm. Robin, wir nehmen oft um 6:30 in der Früh auf. Da hol ich gerade aus meinem Beißel mit den durchgefickten Birkenstock komm, sag ich ja. Ja, schau, was süß. Ist das? Das Kindersock? Nein, die sind nicht dehnbar, super. Ja, aber da sagen das wir, aber da sagen wir viel alles. Kannst du ja viel später anschauen. Ist noch nicht alles. Entschuldigung. Das habe ich nicht gewusst, dass das gibt. Was? Toblerone mit Rosinen und... Also voll nett, danke, aber jetzt kannst du gehalten. Ich hasse Rosinen. Ja. Alter, das ist wirklich legendär. Das ist was für dich, Wolfi. Okay. Ich lese jetzt erst die Nachricht vor. Oh Gott. Die hat nämlich auch so geiles. Bad Reichenhall, fast so geiles Merch wie wir. Grüße aus Bad Reichenhall. Servus aus der bayerischen Nachbarschaft. Viel Spaß beim Auspacken. Ich glaube, ihr wisst schon, für wen was ist. Macht so mega weiter. Love, Peace and Harmony. Der Bego. Der Sorry. Bego. Das ist doch der von dem Lied, von dem I Search Bego. Okay. Es ist ein Scampi. Felis Ganelis. Schlüsselanhänger. Holy shit, Alter. Alter. Aber das ist, das auch so von Temo, was eigentlich wirklich ein Scampi ist, was nur lackiert haben, oder? Ist das sowas, oder? Wenn es in einer Woche zum Stinken anfängt, was? Alter, stark. Ja, Alter Bego, Legende. Und ich habe einen Sticker gekriegt. Also, ich glaube, das ist ein Furzkissen. Das kann auch sein. Ja, Alter, Wahnsinn. Pow. Ja, geil. Ein echtes Scampi. Und ein echter Sticker, wo Marco oben steht. Ja, finde ich auch. Bego, erst einmal Grüße gehen raus, Legende. So, dann. Servus. Nächstes Backerl. Ist denn heute schon Weihnachten? Aha. Ah, das muss der. Ja, machen wir zum Schluss, ja. Das muss der Robin vorlesen. So, das Backerl ist November 27. November. Aus Radstadt auf jeden Fall. Du, die. Ah ja. Was so viel zum Lesen, was ist das? Genau, Robin ist Liebe ist das Café am Rande der Freundlichkeit Team. Wir sind ein Familienunternehmen und über 20 Jahre in der Lederbranche tätig. Seit Ende 2022. Aber nicht SM, lieber Freund. Das ist kein wenn da jetzt Tankers drinnen sind aus der Türkei. Seit Ende 2022 veredeln wir auch unsere Börsen mit Logos und Schriften. Unser Sortiment für individuell bedruckte Lederbörsen umfasst momentan neue Modelle von Kellnerbörsen bis zum Glasbüffel. Alles klar. Schau mal rein. Das ist für dich. Aber schau, was wir bekommen haben. Eine Ledergeldtasche, wo Salute, alles Gute oben steht. René Meier. Ein Randischen Kellnerbörschen. Oh, ja. Das ist geil. Kellnergeldtaschen. Schau. Dann das Cardholder. Ja, das ist geil, Alter. Robin, das ist alles, was du brauchst. So. Alter. Ja, nein. Dankeschön. Danke auch dafür. Also, das ist geil. Ja, super, genau, das ist auch geil. Danke auch für die Lente-Nachricht. Also, wir haben es schon gelesen, aber wir kennen jetzt nicht so viel. So, und das
also der Felice und ich haben uns wahnsinnig gefreut. Ich habe mir fast Backerlauf in die Hosen geschissen. Wir haben ein Backerl gekriegt. Nein, pass auf, ich mach's auf. Also ich mach's so halberts auf. Ja. Und da ist ein Brief dabei, aber den müsstest du bitte voll vorlesen. Okay? Wäre dann gecancelt, wenn ich es vorlese. Wahrscheinlich, ja. Lieber Robin, lieber Marco, lieber Felice, mit einem breiten Grinsen senden wir euch dieses Paket und ja, es enthält genau das, was ihr in eurer Episode so charmant gefordert habt. Burger King Spielzeuge, natürlich Kronen. Was für Kronen? Ja. Wir hoffen, Burger dass die Spielzeuge, King. Wir hoffen, dass die Spielzeuge ein bisschen Spaß in euren Alltag bringen und euch zum Schmunzeln verführen, genauso wie ihr es uns immer wieder zum Lächeln bringt. Und das verdient königlichen Respekt. Danke, dass ihr uns erwähnt habt und für all die herzlichen und humorvollen Momente, die ihr mit eurer Community teilt. Wir genießen jede Minute eurer Episoden und freuen uns auf viele weitere Folgen voller Tiefgang. Auf jeden Fall. Rehrst du gerade von Emotion? Oder Lacher, hast du gerade gelacht? Mir geht's so schlecht, meine Nasen rinnen überall aus alle Löcher aus. Jetzt sagst du, wie es ist. Immer nur vom Gas vor. Lacher und natürlich Freundlichkeit. Herzliche Grüße, euer Burger King Team. PS, die Kronen stehen bei euch bestimmt hervorragend. Alter Schwede. Wie euer Burger King Team. Euer Burger King Team. Burger King hat uns solides Plastikspielzeug geschickt. Aus China. Transformers. Also wir haben zwar außerhalb der Wertung mitgenommen bei dem King of Cards. Ja. Und die ganzen Kingdom of Man Sachen. Aber, Peter, es tut mir leid. Der King is back, Alter. Und deswegen zur Feier des Tages. Zündest du jetzt zu Chica. Zündest du Chica, ja. Nein, dann haben wir noch Gutscheine gekriegt. Schau. Vom Burger King. Oh, aber nur so veganen Stuff, oder? Ja, aber Plant-Based ist eigentlich beim Burger King eh ultra geil. Ja. Oh, Alter, geil. Richtig billig, richtig geil. Das ist ein Plastik einfach. Schau mal, Alter. Pam, da können wir gegeneinander kämpfen, Alter. Schau das mal an. Sie haben aber beide Hände gemacht, aus Sicherheitsgründen. So ungefähr sind im Garten zugegangen. und auf der Kartbahn. Ja, zur Feier des Tages. Also, es wird ja eigentlich heute noch ein Preis verliehen. Den habe ich aber gestohlen. Und den würde ich euch jetzt einen von euch zwei verleihen. Ja, oder so. Ja, okay. Und vielleicht sollte man eigentlich, weil der Wolfi in diesem Podcast immer 110% gibt. Ja. Egal ob im Innen- oder im Außendienst, finde ich, dass dir das eigentlich verliehen werden sollte. Und ich finde jetzt auch schon so passend zu unserer Burger King-Krone, so jetzt du den Titel King of Kings von uns kriegen. Wir kriegen da jetzt massive Probleme. Nein, der Peter ist einfach, der sieht das nicht. Okay, kein Problem. Wir haben das geschrieben. Da ist sicher irgendwo Überwachungskamera. Überraschungskamera. Alter, wenn da eine Überwachungskamera ist, haben wir richtig viel gesehen. Okay. Ja, komm. Sie sind die schönsten. King of Kings. Boah, Alter, ich bin so ein dicken Häuser, ich krieg das nicht rum, Alter. Für den Wolfi ist das ein Joker. Der Boxer ist Armkettel. So. Liebe Randis und Randischen. Das war eine bildere Woche, leck mich diese raus, Folge Alter. Ist fast live. Jetzt habe ich sie gemacht. Also was ganz wichtig ist, wenn dieser Content von diesem Wochenende rauskommt, bitte cancelt uns nicht. Dann will ich, dass ihr den so oft anschaut, bis er euch bei den Nasenhaaren raushängt. Ja, absolut. So wie mir gerade letzte Nacht. Ja, absolut richtig. Na, ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass ihr wieder einen guten Start in die Woche gehabt habt. Und nochmal bitte ganz, ganz wichtig, weil Kingdom of Man ist eine wahnsinnig coole Veranstaltung, aber es geht um was wirklich Wichtiges. Es geht um die Loose Tie Foundation. Da geht es um Prostatakrebsvorsorge bei Männern. Ab, sagen wir mal, 35, 40 aufwärts. Lasst euch das anschauen, weil wäre ja blöd, wenn man das nicht erkennt. Und das geht relativ einfach. Wir müssen Danke sagen an die Familie Schweiger an die Eder Collection, dass wir jetzt da dieses Wochenende dabei sein haben können. Und auch an den lieben Peter. Absolut. So arg top. Ja, Wahnsinn. Von einer... Wie er uns erzählt, eine Idee, was er mit seinem Freund gehabt hat, zu was richtig cool organisierten, aufgestellten für einen guten Zweck. Also ist echt mega. Und wer wirklich der absolute Vollknaller ist und wenn ich wirklich an dieser Stelle loben muss, ist ja die Mama vom Sepp und vom Alter Fall. Die arbeitet gefühlt 24 Stunden. Egal, wenn du um 3 in der Nacht ins Bett gehst oder um 6 in der Früh auscheckst, sie ist egal, da. Egal, was du brauchst, ja. das wird, der arg. Wunsch wird dir von den Nippeln abgelesen. Ja.
Wahnsinnig cool. Startet gut rein in die Woche. Wir dann auch. Ich werde jetzt den Podcast noch schneiden, damit der ungefähr in 2 Stunden online geht. Katastrophe. Ich fahre jetzt nur nach Wien, weil es sind ja eh nur 4,5 Stunden. Weil ich schon wieder Kaffeemaschine gekauft habe. Knallt beim Robin vorbei, fickt ihm ordentlich den Espresso weg. Und kauft noch ein bisschen Merch, das da ist. Ja, genau. Beim Robin ist noch ein bisschen was da. Genau. Mhm. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit den Worten. Salute. Alles Gute. Tschüssi.